Ja, wo haben wir aufgehört? Es war zu schnell für den Stream, jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe, die 90 Minuten hält's durch. Klaus, was haben wir heute vor? Ich denke, wir haben wie immer zu viel vor. Ich rede wie immer zu viel und zeichne zu langsam. Aber ich habe ein paar ganz tolle Sachen mitgebracht aus meiner Toolbox. Mein allerliebstes Thema, dynamisches Figurenzeichnen. Vergebt mir jetzt schon, wenn ich irgendwie in Anglizismen abrutsche und stellt immer Fragen, wenn ihr im Chat seid und zuhört und wisst, oh, Klaus hat ein Wort benutzt, das hat er aber nicht definiert, was ist denn das überhaupt, Rendering, was soll das sein? Dann einfach mal nachfragen und dann wird die Melanie mich unterbrechen, weil ich im Redefluss bin und sagen, Klaus, Klingeling, stopp, definier mal, was meinst du da eigentlich? Sehr gut. Du sprichst einen wunderbaren Punkt an. Für alle, die bei YouTube zuschauen, kommt rüber zu Behance. Hier sehen wir den Chat. Hier könnt ihr alle Fragen stellen und wir beantworten die, wie Klaus schon erwähnt hat. Und wir müssen heute ein bisschen feiern, Klaus. Erstens beginnt, das ist natürlich Bright Week, Bright Month, finde ich super spannend. Und zweitens Horizon Forbidden West. Der Moment der letzten Woche, auf den ich mich seit Monaten gefreut habe. Möchtest du ein bisschen was dazu erzählen? Die Antwort darauf ist eigentlich nein, weil mein NDA sagt, mein Non-Disclosure Agreement, mein Verschwiegenheitsvertrag auf Deutsch, sagt, ich darf darüber nicht reden. Deswegen tue ich das natürlich nicht. Aber auch ich kann verraten, das ist offiziell. Ich habe den Trailer auch geguckt und ich fand ihn super stark. Und die Cinematics darin sehen richtig gut aus. Und ich habe an der Szene nicht gearbeitet, aber an ganz vielen anderen. Ich war Storyboard-Artist für das Spiel und ja, freue mich genauso wie alle anderen, dass es rauskommt und feiere das jedes Mal, wenn es das kleinste Update nur gibt, wenn man die Story-Elemente sieht und die vorgestellt werden, die wir da für Leute haben. Und großartiges Projekt gewesen, großartiges Spiel. Und da geht es halt auch sehr viel beim Storyboarding um dynamisches Figurenzeichnen. Da sind wir denn beim Thema drin. Aber es ist schön zu sehen, dass Leute das kennen, Leute Fan von dem Zeug sind. Und meine Kollegen haben das sehr schön aussehen lassen, ja. Natürlich, ich finde es der Wahnsinn. Und wir haben jetzt gerade mal 5 Minuten, wir nörden schon ein bisschen. Es geht um ein PlayStation-Game. Also für alle, die Horizon zum ersten Mal hören, Forbidden West kommt, ich glaube, Mitte des Jahres, Ende des Jahres. Wir haben ja schon Mitte des Jahres. Es gibt noch kein Datum dafür. Nee, ich dachte, da habe ich das falsch verstanden. Da muss ich jetzt mich noch mehr gedulden. Ganz viele Gerüchte. Keiner weiß es. Erstmal den Gameplay-Trailer anschauen und das wäre schon mal ein guter Start. Du hast gerade erwähnt, dass es um dynamisches Figurenzeichnen geht, um Storyboarding, dynamisches Figurenzeichnen. Ich glaube, das geht nicht das eine ohne das andere. Was haben wir denn heute genau vor? Oh, wir gucken uns heute an, halt, wie man eine entspannt stehende menschliche Figur zeichnet, also humanoide Figur, ja. Und wir gucken uns ein bisschen an, wie wir die hinkriegen, dass die dynamisch ist. Und wir fangen wirklich bei Null an. Also wenn ihr Strichmännchenzeichner seid, das reicht aus. Das ist okay. Also wenn das Strichmännchen falsch ist sozusagen, dann wird es nicht funktionieren. Also da kann die Anatomie das nicht retten und die Beleuchtung, das Lighting, eure Skills da, eure Fähigkeiten
können das denn wahrscheinlich nicht unbedingt retten. Eine mittelgute Illustration wird nie mehr eine sehr gute Illustration. Und da sind wir beim Thema mit diesen Regeln. Das ist halt so eine Sache bei mir. Ich komme halt aus dem Illustrationsbereich. Ich habe Comics gezeichnet für G.I. Joe und Transformers und Storyboards für Hitman oder Horizon Forbidden West. Und und ich komme also aus dem professionellen Bereich. Es gibt aber Leute, die machen das einfach nur so aus Spaß. Und die freuen sich einfach daran, mehr zu lernen über das Zeichnen und Experimentieren in Photoshop. Und Zeichnen, da ist mein absolutes Lieblingstool dafür, seit über 20 Jahren. Und man braucht tatsächlich nur ein paar Sachen, Wissen in Photoshop, und schon kann man eigentlich loslegen. Das geht sehr einfach. Und dann geht es aber sehr schnell in den Bereich, dass es um Fähigkeiten und um Wissen geht. Und es geht so ein kleines bisschen um diese Regeln. Und wie ich gerade erwähnte, der Künstler an sich sagt so: Regeln, wieso, ich kann doch machen, was ich will, ich bin Künstler. Natürlich kann man das, ihr könnt jeden Stil machen, den ihr wollt, und ihr könnt es genauso zeichnen, wie ihr möchtet. Ich habe bestimmte Regeln für mich festgesetzt, dafür, dass eine Illustration oder eine Figurenzeichnung erfolgreich ist, und die Regeln gebe ich heute ein bisschen auch nicht weiter, und die ganzen Hintergrundtricks, die einem ein Anatomiebuch einfach nicht verrät, weil das redet meist nur über Muskeln und Knochen, nicht über Körperachsen und Actionlines und Storytelling und Emotionen. Und da wollen wir eigentlich hin, eine Geschichte zu erzählen mit einer Figur. Das klingt hervorragend. Proportionen habe ich inzwischen gut im Griff, aber wie du schon sagst, das Ganze müsste dynamisch werden und sich ein bisschen actionmäßig und bewegter aussehen. Und da freue ich mich drauf, weil bei mir ist vieles einfach wahnsinnig statisch und ich würde mich freuen, da ein bisschen was dazu zu lernen. Und natürlich gibt es keine bessere Möglichkeit, als das Ganze hier bei einer Masterclass zu machen. Ja, du sitzt da in der ersten Reihe, aber das sitzen auch die ganzen anderen, die online sind natürlich. Und wir können ja auch gleich einsteigen. Ich habe ein paar Bilderchen mitgebracht, die als Grundlage schon mal dienen, darüber ein bisschen zu sprechen. Das hier ist ein Piece gemacht, über das werden wir später noch reden. Das sieht man auch schon, da sind viele Figuren drin. Und es geht nicht um Komposition heute, das hatten wir schon, das machen wir auch wieder. Heute geht es wirklich nur um dynamisches Figurenzeichnen. Das kommt hier in diesem Bild auch drin vor. Sehen die Figuren dynamisch aus? Yep. Das sehen Sie normalerweise, aber warum ist das eigentlich so? Und warum sind meine Figuren nicht dynamisch? Und da kommen wir dann halt rein in das Abstraktere, weil es geht dabei um Linien, also sogenannte Körperachsen, und wie die zueinander stehen. Und das definiert sozusagen, ob die Figur statisch oder dynamisch ist. Ist statisch immer falsch? Nö, kannst du machen, kein Problem. Conan sitzt auf seinem Thron oder so, ne, ganz gerade. Alles ist symmetrisch, ja super, gar kein Problem, dann ist das halt statisch, das soll so sein. Wir wollen jetzt aber gewollt dynamisch machen, und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, und da gibt es selbst viele Profis und Semi-Profis, die toll rendern können, die toll Lichtschatten, Farbe malen können, aber wo es dann leider gebricht an der Dynamik, und wo es schwer wird, bestimmte Szenen zu illustrieren. Okay, gucken wir hier mal rein. Ich habe euch auch noch eine alte Zeichnung von mir mitgebracht, damit ihr nicht denkt, irgendwie, oh, der Klaus hier, der setzt sich mal hin und malt sowas gerade mal aus dem Kopf. Okay, das ist aus dem Kopf gemalt, ohne Referenz, aber der malt das mal einfach so und dann kann man das, ne? Das ist ja gar kein Problem. Nee, das ist schwierig, das hat 20 Jahre gedauert, dahin zu kommen, dass ich sowas innerhalb von 3-4 Stunden runterziehen kann. Und früher habe ich halt so gemalt, ne? Hier habe ich einen alten Scan mitgebracht. Der ist noch richtig oldschool von Klaus 1993, da war ich auch schon 17. Na, es ist nicht so, ja, Klaus hat mit 6 schon so gemalt und jetzt mit 20 muss man perfekt sein. Nein, muss man nicht. Wir können uns alle noch entwickeln. Und so habe ich also angefangen. Man sieht, das ist 80 Gramm Papier. Man sieht keine Bleistiftlinien. Das war wahrscheinlich direkt mit einem Rapido-Liner vorgezeichnet. Das war so ein Tuschefüller, nicht wie so ein Stylus. Da konnte man auch nicht löschen. Ne? Eine Linie, die stand, die war da, ne? Da habe ich diese Figur gemalt. Quasar ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich bin so ein Fan von der Figur, von dieser Figur damals gewesen. Und da habe ich die Zeichnung gemacht. Und wir sehen, die ist irgendwie ganz cool für einen Anfänger. Die Anatomie, da sieht man schon einzelne Muskeln so ein bisschen. Der steht auch irgendwie ganz cool da. Das Cape hat Dreidimensionalität, ist alles ganz schön. Aber die Zeichnung ist nicht wirklich gut. Ne? Abgesehen davon, dass die leider nicht aufs Blatt gepasst hat, obwohl rechts irgendwie noch ein halber Meter frei gewesen wäre. Das ist schlechte Planung. Deswegen, Kinder, hört auf mich, macht immer eine Bleistiftvorzeichnung, fangt in der Mitte vom Blatt an, ne, und platziert die Figur besser. Das ist halt schöner für ein Original, was man möglicherweise verkaufen möchte. Da kommt wieder der Profi bei mir durch. Aber ich muss sagen, du hast ein Feuerwerk im Chat losgetreten. Kirsti sagt, sie liebt die Zeichnung. Doris sagt, auch super cool.
Thomas meint, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Und ja, im Chat sind wahnsinnig viele Leute. Hallo an euch. Danke für das schöne Feedback bis jetzt. Und kommt gut an. Bist vielleicht ein bisschen zu kritisch mit dir selbst, Klaus. Also mit dem 17-jährigen Klaus von damals. Vielleicht bin ich das, aber das ist halt immer so meine Technik gewesen, sozusagen. Wenn ich sozusagen hart zu mir selber bin, dann komme ich auf die Resultate, warum Sachen nicht so gut sind. Und je besser ich zeichnen kann, je mehr Leute werden Spaß daran haben und je mehr subtiler kann ich Unterschiede einbauen, wenn ich Bescheid weiß über diese ganzen Regeln mit den Bösen. Disclaimer halt, ein super Zeichner kann alle Regeln, die ich heute aufstelle, alles, was ich heute sage im Sinne von so sollte man es machen, ein Top-Zeichner kann das alles brechen und es sieht immer noch klasse aus. Ich bin gespannt. Ich möchte das dann unbedingt auch selber wissen. Wenn ich die Regeln breche, gibt es immer ein Problem bei mir. Ich bin leider nicht so gut, aber es gibt Leute, die sind so toll. Wie gesagt, das war halt früher und wir kommen später mal zu der Zeichnung zurück. Ich fange mal mit was ganz, ganz Einfachem an und ich mache das live für euch, weil das einfach mehr Spaß macht. Ja? Und zwar habe ich hier ein Männchen, male ich jetzt hier hin, ja. Und ich mache wirklich nur, ein Strichmännchen, ne? Ganz, ganz, ganz easy Nummer hier das Ganze. Ne? Ich ziehe das hier runter, da kommt ein Knie hin, da kommt ein Fuß hin, das ist super, hier kommt noch ein Bein hin. Die Proportionen sind jetzt halbwegs realistisch, sowas in der Art. Ich male hier auch mal so einen Kasten hin, den mache ich ein bisschen dynamischer, den ignorieren wir jetzt. Aber den mache ich nur rein, damit es ein bisschen realistischer wird, okay? Man könnte auch einfach einen Quader zeichnen. Also über diese Linien wollen wir gar nicht sprechen, die in diesem Kasten sozusagen sind, ja. Und dann packe ich hier so ein Ding hin und dann packe ich hier einen Arm hin, das ist voll gut. Packe ich hier so eine Hand hin, hier packe ich auch eine Hand hin, warte mal. Das kann ich mal rückgängig machen, und mit Shift geht das viel schöner. Einfach mal immer Shift drücken, dann werden die Linien perfekt horizontal und vertikal. Und hier ist so ein Typ, das könnte ein Polizist sein, der hält einen an und er findet das nicht gut, weil man ist zu schnell gefahren. Ja, okay. Das ist schon mal eine gute Stickfigur, die ist sehr zweidimensional, das ist okay, wir kommen später zum dreidimensionalen Teil, wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Und ja, gucken wir uns jetzt die Figur an und sehen die Linien und wir sehen die Figur und die Figur ist nicht sehr glücklich, nicht nur weil sie uns anhält als Polizist, sondern auch generell nicht, weil die so statisch ist. Jetzt die Frage, warum ist diese Figur so statisch? Das ist halt die große Masterfrage dieser Masterclass. Ich weiß nicht genau, vielleicht haben ein paar Leute ja schon eine Idee, aber ich kann auch einfach eine zweite Figur daneben zeichnen und wir machen die einfach dynamisch. Cool. Also vielleicht im Chat, wenn ihr eine Idee habt, warum da nichts passiert bei der Illustration oder bei der Zeichnung, warum die aussieht wie Tim auf der letzten Weihnachtsfeier beim Tanzen, sagt gern Bescheid. Dirk sagt Licht und Schatten. Ja, das könnte es sein, aber Licht und Schatten kommt halt nicht vor. Es gibt, dynamische Zeichnen. Du hast es vorhin schon angesprochen, Action Lines. Ist das schon das Stichwort oder müssen wir noch warten? Nee, das bei Action Lines sind wir noch gar nicht. Ich versuche das einfach nochmal zu zeichnen sozusagen. Ich mache das nochmal in schön. Und mit schön meine ich nicht wirklich schön. Also mit schön meine ich eigentlich nur, dass es dynamischer wird. Das ist das, was ich damit meine. Tim meint viele 90-Grad-Winkel, vielleicht ist das der Punkt. Das hört sich wie eine verdammt gute Idee an. Darüber müssen wir mal sprechen. Ne? Ich meine, der hier, der ist schon von vornherein gleich viel, viel besser drauf. Ne? Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ne? Hier eine Hand hin oder sowas in der Hand. Ne? Und dann sagen wir auch hier, super. Ne? Da hat gleich jemand eine richtige Idee gehabt. Machen wir einen Daumen hoch. Ja, finde ich gut. Oder wir machen mal einen Daumen nicht hoch, wir machen mal. Mal irgendwie, der erklärt was, ne? Auch schön, erklärt was. So, zweite Figur, die blaue, ist halt dynamisch und die andere ist statisch. Die eine ist C3PO, der Roboter, und diese Figur ist halt so. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Ne? Ich kann ja auch so ein bisschen den Brustkorb wieder mit reinzeichnen. Ne? Da habe ich so eine kleine Öffnung gemacht. Wir kommen da gleich noch dazu. Hoffe ich jedenfalls, dass ich genug Zeit habe dafür. Ne? Und ja, da sind verdammt viele, was war die Aussage? Rechte Winkel drin. Ja. Nicht wahr? Genau, rechte Winkel und zu viel Symmetrie vielleicht. Wo sind rechte Winkel? Melanie, hau mal ein paar raus. Die Arme. Die Arme ist ein Satz. Sag mal, da ist ein rechter Winkel zwischen dem Hm und dem H. Zwischen dem Unterarm und dem Oberarm. Super. Bingo, stimmt. Wo noch? Die Schulter und, also es ist kein, ja, die Schulter und der Torso. Die Schulterachse und also, und das Rücken. Ja. Super, großartig. Sehr gut. Wo noch?
Die Hüften natürlich sind ein bisschen steif. Die Hüften sind steif. Die Hüften ist ein Punkt. Das sind die Hüften. Die können nicht, du bist halt so streng mit mir. Da bin ich der Hüftknochen und der Oberschenkelknochen. Der Oberschenkel, ja. Sehr gut. Die Hüftachse und die Oberschenkelachse. Knochen habe ich überhaupt nicht reingezeichnet. Ich bin super hart, du merkst es, das ist mein Business in diesem Ding. Ne? Wenn ich hier nämlich eine Hüfte reinzeichnen würde, dann würde die ungefähr so aussehen, nicht wahr? Ne? Und wenn ich dann einen Oberschenkelknochen reinzeichnen würde, dann würde der ungefähr so aussehen, nicht wahr? Wenn ich dann Femur reinzeichne, der würde gar nicht da verlaufen, aber das ist ein Körperachsen, die wir hier reingezeichnet haben, überhaupt nicht Knochen, weil ansonsten hätte ich hier natürlich Radius und Ulna eingezeichnet, ne? Elle und Speiche. Habe ich nicht, sind also Körperachsen, das ist der Trick dabei. Und ich bin immer sehr picky jetzt mit Melanie und mit den Leuten da draußen auch. Die können sagen, oh, ein Glück, dass ich nicht in Melanies Schuhen stecke. Ich bin immer sehr spezifisch mit den Begriffen. Weil wenn man Begriffen verwendet, wie zum Beispiel, da ist eine Gerade. Was heißt das? Wie ist die ausgerichtet im Raum, diese Gerade? Ne? Also das hier ist halt eine Gerade. Ne? Das ist aber auch eine Gerade. Die ist nur eine diagonale Gerade. Ja, also ist die eine horizontale und die andere ist eine diagonale. Kleiner Unterschied, aber große Wirkung. Wenn man Art Director ist im Computergames-Bereich oder publizieren oder Comics und sich selber auch Art Directen muss, denn also vor allen Dingen bei anderen, muss man spezifisches Feedback geben. Das nennt sich auf Englisch Actionable Feedback. Das heißt, die Leute müssen basierend auf dem Feedback neue Entscheidungen treffen können und weitermachen können. Das muss sehr, sehr präzise sein. Und wenn ich da zum Beispiel sage, ach, mach ihn mal mehr dynamisch. Ja, wie? Heißt das, mach ihn mal cooler. Wie male ich ihn denn cooler jetzt? Male ich ihm eine Sonnenbrille auf oder sowas in der Art? Ja? Man weiß es nicht. Und das ist halt immer das Problem, wenn man mit Kunden zu tun hat normalerweise im Grafikbereich. Die Profis kennen das, die grinsen jetzt und sagen, ah ja, der Kunde hat nicht so viel Ahnung davon und sagt schwammige Wörter. Und dann sollen wir sehen, was da passiert ist. Aber wir wollen weitermachen. Rechte Winkel, ja, wir sehen, da sind so ein paar, ne? Und jetzt sehen wir, wenn wir genau hingucken, diese rechten Winkel sind überall, bei allem. Ne? Selbst der Kopf hat hier eine Achse. Ne? Der Kopf hat eine Achse. Und selbst die Achse vom Kopf ist im rechten Winkel zur Schulterachse. Ne? Die Dinger sind also überall und die sind untereinander auch. Ne? Das ist ganz schrecklich. Gucken wir mal an. Diese Figur ist spitze. Die hat überhaupt keine rechten Winkel, oder? So gut wie gar nicht. So ein paar, ja genau. Gut die Oberarm- und Unterarmachse. Hervorragend, sehr gut formuliert. Ja, zwischen Oberarm und Unterarm ist hier ein rechter Winkel. Und ist das schlimm? Nee, natürlich nicht. Unterstützt ja die Geste. Ja, das macht die Geste mehr ikonisch. Das ist mehr dieses Halt, dieses Polizeimännchen. Richtig. Das ist also okay, wenn ich da einen rechten Winkel reinbringe. Es ist nicht okay, wenn ich 92 Millionen da reinbringe. Und dann haben wir nämlich ein Problem immer. Wir müssen also wissen, was die generelle Richtung ist, was wir wollen. Und dann können wir kleine Ausnahmen machen und die Regeln ein wenig biegen. Gibt es noch, also die erste Regel sozusagen, die wir hier rausziehen, ist, dass wenn Körperachsen im rechten Winkel sind, ist die Figur statisch. Gäbe es noch eine zweite Regel, die wir hier rausziehen können? Sehen wir noch Körperachsen, die in einem anderen Verhältnis als orthogonal sind? Der Chat, warte, wir müssen uns immer ein bisschen gedulden beim Chat. Vielleicht so nebenbei, Christine sagt, Kunden sind bei vielen Aussagen sehr kreativ. Das stimmt natürlich, deshalb gibt es ja dann Artists und Designer, die damit umgehen. Isabella wünscht sich eine Sonnenbrille und die sagt auch, vielleicht sind es die parallelen Beine. Es sind die parallelen Beine, hundertprozentig, ja, voila. Wir haben einen Jackpot. Die Beine sind parallel. Und was meinen wir jetzt mit den Beinen? Wir meinen, das ist ein Bein, ne? Also inklusive Fuß sozusagen ist ein Bein. Sind mir zu wenig Unterscheidungen natürlich, waren trotzdem eine absolut perfekte Aussage. Was ich meine hier sind zum Beispiel, dass der Oberschenkel parallel ist zu dem anderen Oberschenkel. Und der Oberschenkel ist parallel zu dem Unterschenkel. Und der ist parallel zu dem Unterschenkel und der ist parallel zur Achse von den Füßen. Wir kommen später noch zu Körperachsen von Dingen, die dreidimensionaler sind. Und hier ist auch nochmal eine Achse, die ist auch wiederum gerade. Ne? Und jetzt Spoiler Alert, diese Körperachse hier ist auch parallel zu dieser Körperachse hier. Und diese Körperachse des Rückgrats ist auch parallel zu dieser Körperachse.
Das ist der Gag dabei. Das hängt alles zusammen, obwohl die Sachen gar nicht nebeneinander sind. Wenn ich hier jetzt noch einen Bilderrahmen reinmalen würde, hätte ich noch mehr Parallele und rechte Winkel. Ja? Und dann wird das Ganze noch statischer. Das heißt, mit jeder parallelen oder orthogonalen Linie oder Achse, besser gesagt, die ihr in dieses System, in dieses grafische System hinzufügt, je steifer wird die Figur werden. Und deswegen müssen wir die Dynamik maximieren, damit irgendwelche schönen horizontalen Linien im Hintergrund, da ist meinetwegen eine Bar mit einem Glas drauf oder da ist noch ein Monitor oder sowas, ja, damit das entsprechend gut wirkt zusammen. Und es kommt immer auf diese Wechselwirkung an zwischen dynamischen Linien und statischen Linien. Und wir können davon auch einiges für Komposition übernehmen, aber das sind wir noch nicht. Wir wollen uns erstmal die Körperachsen hier angucken. Schauen wir also, wie viel in der zweiten, in der blauen Figur, wie viele Körperachsen da drin sind, die parallel sind. Da wird es schwer. Wir haben eine hier und wir haben eine hier tatsächlich. Und die beiden Oberschenkel nehme ich jedenfalls an, dass sie parallel sind, gerne mal. Ja. Dieses Bein, dieser Teil vom Bein, dieser Unterschenkel geht ein kleines bisschen zurück. Ne, der ist also ein kleines bisschen dreidimensional angedacht, deswegen hat er nicht die perfekt selbe Länge wie dieser hier. Ne, vorsichtig damit, ansonsten müsste das Bein noch stärker rausgehen. Was passiert, wenn man sowas zeichnet? Ach, komme ich gleich zu. Erinnere mich an den Treppenwitz. dann komme ich dahin zurück. Okay, weil du gerade Witze ansprichst, Dirk sagt im Chat, da tut sich ein Paralleluniversum auf, wenn man die zwei Figuren nebeneinander sieht. Und Andreas meint, das ist der beste Witz des Tages. Also bin ich gespannt, was dein Treppenwitz ist. Ich mal sehen, was kommt. Okay. Ja, das ist einfach ein kleiner Fehler, der oftmals passiert. Wir haben also drei parallele Linien hier, Oberschenkel, Oberschenkel und Unterschenkel. Der hier hat einen ganz leichten anderen Winkel. Gucken wir uns noch Sachen an, die nicht mehr parallel sind. Ne? Der Arm ist überhaupt nicht mehr. Oberarm und Unterarm sind überhaupt nicht mehr parallel zueinander. Ne? Hier gibt es eine C-Krümmung nach Gottfried Bammes, dem Anatomielehrer, der Wirbelsäule, um den Contrapost, so heißt diese Position, einzuleiten, den Contraposto, wie die Italiener sagen. Und wir sehen, dass es überall Gegenbewegungen gibt, ne? Kontra gegen. Ne? Wir haben hier diese Sache hier und wir haben diese Sache hier. Ne? Und selbst die Achse vom Kopf ist diagonal. Die ist plötzlich nicht mehr gerade, obwohl die Figur immer noch völlig zweidimensional aufgebaut ist und gerade ausguckt. Das heißt, wir haben plötzlich eine Figur erschaffen, die unglaublich viel dynamischer ist. Und wir haben noch nicht mal Räumlichkeit erzeugt mit irgendetwas. Das sind also ein paar interessante Sachen. Ich kann selbst einen rechten Winkel einbauen, ist trotzdem noch gut. Und es gibt auch einen Begriff im Englischen, das nennt sich Angle Breaks. Also Winkelabbrüche sozusagen, und die wollen wir haben. Auf die werde ich später auch nochmal eintreffen. Aber wir sehen die zum Beispiel hier. Ne? Wir sehen zum Beispiel, dass die Achse der Hand, die Hand ist auch eine Körperachse. Ne? Da kann ich auch eine Achse reinlegen, genau wie in den Unterarm. Und immer wenn die gleich ist, dann ist die parallel. Ne? Und vor allen Dingen als Deutscher wird es da schwierig. Deswegen immer schön abknicken, ja? und das Pfötchen entspannt lassen. Und dann wird es auch dynamisch. Ne? Zack, zack. Wir sehen, hier ist auch ein ganz leichter anderer Winkel drin. Der Winkel geht auch, der Winkel, die Parallelität geht halt auch sehr parallel einher. Ne? Und da tun sich Paralleluniversen auf. Den Spruch finde ich richtig gut. Den klaue ich jetzt. Für meine nächste Masterclass. Was wir hier auch sehen, was total cool kommt, ist die V-Stellung der Füße. Das ist auch eine super Sache. Sobald ihr Füße parallel malt, wirkt das Ganze steif und wird das Ganze gefährlich. Ne? Selbst wenn ihr eine dynamische Figur malt, die irgendwie cool im Raum steht, ja, und ihr malt die Füße irgendwie parallel, ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht nachmachen jetzt in der Geschwindigkeit, dann wird es schwierig. Das sieht komisch aus. Diesen Stand muss man erstmal annehmen. Ne? Wir haben eine große Gradmöglichkeit, Neigungsmöglichkeit der Füße von oben gesehen sozusagen, und die beiden absolut parallel zu kriegen, ist super selten. Passiert nur Cowboys, 12 Uhr, High Noon. Ne? Wer hat die Füße parallel? Das ist okay. Oder das Model auf dem Laufsteg, was absolut perfekt die Füße gerade voreinander setzt. Kein Problem, aber bei McDonald's an der Schlange, wo man das Model natürlich nie sieht, wird die nicht so stehen. Ne? Da wird auch das Model eine V-Stellung der Füße haben und es wirkt sofort dynamisch. Jetzt ist natürlich die große Frage, aber Klaus, ich habe das probiert, ich habe das auch gezeichnet, dieses Männchen hier. Und
es hat nicht geklappt. Es, irgendwie ist es immer, irgendwas mache ich falsch. Also es wirkt so, als wenn sie umkippt, die Figur oder sowas in der Art. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Punkt, den ich irgendwann erkannt habe, beziehungsweise den mir ein Freund wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, oder ich habe es in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es gibt sowas wie ein Center of Gravity. Wir sehen jetzt schon, diese Figur ist ein kleines bisschen off-center, ne? Weil normalerweise ist das Center of Gravity, habe ich also schlecht gezeichnet hier, ne? Ist da, wo sich die beiden Schlüsselbeine treffen. Von da geht es runter, eine Linie zum Erdmittelpunkt sozusagen, und da ist der Körperschwerpunkt. Und wenn ich diesen Körperschwerpunkt, wenn ich da einen Fuß drunter habe, dann stehe ich auf dem gut. Und dann ergibt sich die Dynamik von Standbein und Spielbein. Denn mit dem Bein hier kann ich alles machen, was ich möchte. Ich kann sogar, wenn ich möchte, hieraus eine gehende Figur machen, indem ich einfach dieses Bein verkürze. Ja? Super easy. Barely an inconvenience. Ja, bei dir sieht das wirklich super einfach aus. Andreas im Chat sagt auch, es muss am Schwerpunkt liegen. Andreas ist ohnehin ein Fan von dir. Der ist mit, ich glaube, mit Chris gemeinsam hier. Die haben dir vorhin schon liebe Grüße ausgerichtet. Bei dir sieht das wunderbar aus. Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung. Gibt es denn da irgendeinen Punkt, was kann ich tun, wenn es trotzdem schief aussieht? Was kann ich tun, meinst du? Super Frage, und da habe ich genau die Antwort. Und die Antwort ist Reverse Engineering. Das ist ein intelligentes englisches Wort. Das heißt, wir bauen es sozusagen, wir gucken uns das System an und bauen es von hinten auf. Sozusagen, und bauen es nach. Und das versuche ich jetzt mal ganz kurz zu machen. Und das mache ich jetzt. Und das kann jeder, ihr könnt das selber sofort in Photoshop parallel zu diesem Workshop jetzt nachmachen, live on screen, oder nehmt euch ein Stück Papier, Bleistift, Kugelschreiber, let's go. Ja? Ich garantiere, dass wenn ihr das so zeichnet, ihr sofort 100%ig eine entspannt stehende Figur illustrieren könnt. Jedenfalls mit einem vernünftigen Standbein und Körperschwerpunkt. Wie geht das? Der Trick ist wie folgt. Der Schewinski-Trick. Ja? Wir malen zuerst die Hauptkompositionsachse der Figur, was aber auch der Körperschwerpunkt der Figur ist. Was ich dann reinzeichne in die Figur, ist die Hüftachse. Ungefähr bei der Hälfte so. Ja. Ungefähr die Hüftachse. So, das ist ungefähr meine Hüfte. Mein Kopf ist natürlich ungefähr irgendwo hier. Ne? Da kann ich aber später rübergehen. So, das ist die Hüftachse. Wir erkennen diese Linien hier wieder sozusagen. Wir können sagen, hier ist das Teil und hier ist der Körperschwerpunkt hoffentlich auf dem Fuß. Leicht daneben, Achtung, sobald der Körperschwerpunkt neben dem Fuß ist, ist es kein perfekter Contrapposto mehr. Jedenfalls nicht nach meiner Definition. Wir haben jetzt das gemacht. Das heißt, ich habe die Hüfte eingezeichnet. In diesem Moment habe ich schon entschieden, welches das Standbein ist und welches das Spielbein. Welches, lieber Chat, ist das Standbein? Oder liebe Melanie? Warten kurz auf den Chat. Währenddessen sage ich dir Bescheid, was das so passiert. Thomas hat sich nämlich entschieden, jetzt direkt in Fresco mitzuzeichnen. Es ist natürlich ein wunderbarer Versuch. Und Tim sagt, der Trick jetzt hier ist mit Geld-Zurück-Garantie. Oder mit einer Einladung auf Eis, wenn es nicht klappt, irgendwann mal. Wenn du mich in einem Live-Workshop stellen kannst, wenn es die mal wieder gibt, dann das ist jetzt kein Contrapposto und das ist jetzt keine entspannt stehende Figur, dann kann ich dich auf ein Eis einladen. Perfekt. Ich liebe kleine Challenges. Da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Wir haben ein wunderbares Problem im Chat. Da gibt es Leute, die sagen links, andere sagen es rechts. Tim ist für links, Justin ist das für das höher stehende Bein. Chris sagt rechts, Dirk sagt rechts, Patrick links und Ruth sagt hohe Hüfte, Standbein. Ich glaube, das heißt unentschlossen. Hohe Hüfte, Standbein. Da hat ein Profi mitgedacht und mitgeguckt. Warte mal, ich versuche das hier mal gerade. Ich mache irgendwas falsch mit dem Tool. Deswegen nehme ich das einfach nicht. Ups, jetzt ist mal gerade mein Photoshop eingefroren. Es geht weiter. Thomas ratet und sagt links, oder das rechte Bein links auf dem Bildschirm oder auf dem Blatt. Das ist natürlich hier kompliziert. Wir schauen ja auf dem Bildschirm und das Ganze ist alles ein natürlich, bisschen hin und her gedreht. Der Profi sozusagen sagt Screen Left oder Screen Right. Damit ist das Ganze völlig klar. Das ist viel einfacher als His Left, His Right, weil da muss man immer umdenken und so. Und für uns Dummies, ne? Machen wir das so. Ich meine, ich glaube, Zahnärzte sagen irgendwie Dexter für rechts vom Patienten und Sinister für links vom Patienten ausgesehen oder andersrum.
Ja, und deshalb, dann hat wieder einer das falsche Bein ab. Das kennt man doch. Genau, das ist dann nicht schön. Ne? Das heißt, das hier ist meine dritte Linie, die ich zeichne. Ja, bam, das ist eine Gerade oder soll eine Gerade sein. Wir sehen, dass die schief ist. Die ist eine Diagonale. Ja, genau. Und das ist halt meine Beinachse. Warum ist das so? Was habe ich jetzt gemacht? Das sind diese drei Linien, die absolut key sind, die absolut der Schlüssel sind dafür, die Figur entsprechend zu designen. Ich mache das mal ganz kurz. Ich mache die jetzt mal in Lila hier drüber, weil wir sind ja im Monat der bunten Farben. Und ja, deswegen male ich jetzt hier mal in Lila die Figur rüber. Hier kommt das Knie, hier kommt der Fuß, hier kommt die V-Stellung, hier geht das andere Bein runter. Ne? Und hier kommt die C-Krümmung. Und hier kommt die Gegenlinie. Ne? Hier kommt die eine Körperachse, die von der Hüfte, und hier kommt die andere Körperachse von den Schulternlinien. Die sind nämlich auch nicht parallel. Ne? Wir haben hier eine Parallele bei der Figur. Sieht nicht gut aus. Ne? Und hier haben wir eine wunderschöne Gegenüberstellung. Macht die extrem. Vor allen Dingen als Anfänger. Macht die extrem. Schreibt euch dran. Schräg. Ja, und Hüfte, gegen Hüftachse, irgendwie sowas, macht Annotationen da dran, weil wenn ihr so sagt, oh, ich mache hier so und dann mache ich so, ne, das kann man kaum erkennen, dann muss man dann später an der Krümmung irgendwie der Rücken, der Wirbelsäule sehen, wie das ist. Deswegen zeichnet stark und extrem, macht ein großes Statement, dann wird es auch eindeutig bei dem Leser ankommen oder bei dem Betrachter. Jetzt habe ich also das hier, ich hänge hier mal ganz kurz den Brustkorb rein, ne? Dann wird das Ganze so ein bisschen gechillter. Und dann gehe ich hier nach oben, mache den Kopf natürlich wieder. Den Kopf kann ich jetzt auch, wenn ich wollen würde, kann ich den natürlich auch gerade setzen. Ne, das ist auch kein Problem, wenn mich die Figur gerade ansehen soll, aber entspannt und cool sein soll, dann ist das vielleicht eine gute Sache, das zu machen. Ne, sobald ich anfange, den Kopf leicht zu neigen, wird die Figur weniger dominant. Ne. Das hat damit zu tun, gerade Körperachse ist halt der Bouncer, kennen wir alle, ne, voll vom Club. Du kommst hier nicht rein. Die Arme sind gerade, die Schulterachse ist gerade, das Gesicht ist gerade. Ich habe jetzt nicht die Statur dafür, deswegen lacht mein Melanie jetzt. Aber es ist halt dieses, du kommst hier nicht rein. Ne? Und sobald der so macht, ne, so runter nimmt vielleicht die Arme leicht schräg, so, okay, mit den Schuhen, bist ein cooler Typ. Ja, okay, ich glaube, ich lasse dich doch rein. Ne? Und schon geht das. Und das kann man halt beobachten. Wenn man Körpersprache beobachtet bei Menschen, dann wird sehr, sehr viel augenscheinlich irgendwann. Dann wird sehr, sehr viel offensichtlich und sehr viel transparenter. Ich mache also das Ganze, gib hier die Hand auf die Hüfte und hier lassen wir mal vielleicht einen schönen Gruß oder sowas irgendwie sagen. So, hey, wie geht's? Cowboy, howdy, lady. Wir haben wieder diesen Angle Break hier drin, richtig schön, die Hand schön abgespreizt. Ne? Weil ansonsten das überall Roboterhände. Ihr kennt das, wenn man das als Kind zeichnet, zeichnet man immer von der Seite und immer schön Karate-Chop, ne? Immer schön Fäuste oder Hände. Solche Hände natürlich, ne? Dorsal gesehen. Bloß nicht ventral zeichnen, weil das ist schwer. Ne? Jetzt wird es richtig kriminell. Weil, wieder Spoiler-Alert, in der Hand sind nochmal 5 Körperachsen drin. Und die können in verschiedene Richtungen gehen und sich überlappen. Und da sagt man auf Deutsch, da hat der Arsch Kirmes. da wird es halt schwer. Ne? Aber ich bin ja da. Klaus ist da, ich helfe euch, alles cool. Und wir sind jetzt immer noch bei derselben Figur hier. Und Achtung, jetzt kommt der Treppenwitz, jetzt kommen wir dazu. Wenn ich dieses Bein jetzt gerade weiter durchzeichne, parallel sozusagen, dann sieht es so ein kleines bisschen so aus, als würde die Figur eigentlich auf einer Treppenstufe stehen. Ne? Weil das Bein halt weiter runter geht. Weil es weiter runtergehen muss. Und warum muss es weiter runtergehen? Weil die Knie nicht mehr auf einer Höhe sind. Wie könnten die Knie, wenn ich gerade stehe und nicht das Bein nach vorne nehme, so weit sind wir noch nicht fortgeschritten, das kommt in der zweiten Hälfte, wie könnte halt auch, dass die Länge verändert sich ja nicht der Gliedmaßen. Ja? Ich kann das eine Bein jetzt ein kleines bisschen zurücknehmen. Ja? Ich also einen Zylinder zeichne, ist der halt denn so ein kleines bisschen zurückgenommen. Ne? Aber hier muss ich halt, aufpassen. Dass ich auf keinen Fall das untere, den Unterschenkel dazu zu gerade mache. Also, das ziehe ich jetzt hier ein bisschen weiter runter. Wir sehen, die Knie sind da runter. Das verkürze ich ganz leicht, aber ich kann es auch ganz stark nach außen stellen. Also wenn du dieselbe Länge haben willst, ja, dann machst du ein bisschen Gummibein, lässt es ein bisschen durchhängen, machst es ganz entspannt mit dem Fuß hier und wir haben dann eine sehr, sehr relaxte Pose.
Und schon haben wir eine entspannt stehende menschliche Figur mit halbwegs normalen Proportionen, wo die Grundlage der Körperachsen automatisch dynamisch ist. Jetzt ist nur noch die Frage, was macht ihr daraus zeichnerisch? Also wie viel Anatomiewissen, Licht- und Schattenwissen hat man, um das Ganze auf ein Niveau zu bringen, dass es einen Tuck mehr Spaß macht. Soll ich kurz rüberzeichnen? Ja, gerne, wenn du möchtest. Du hast gerade die Beine so locker hingezeichnet, vor allem die Unterschenkelachsen der Beine. Gibt es einen Anhaltspunkt, wie die trotzdem von der Länge her angepasst werden können? Weil es ist ja immer das Problem, dass man die Perspektive dann doch so ein bisschen mit im Hinterkopf haben muss. Ja, so ein bisschen. Wir werden gleich über perspektivische Dinge reden. Und da komme ich gleich auf jeden Fall nochmal zu. Ein großer Tipp ist immer, erstmal müssen Zeichnungen raus aus dem menschlichen Körper, aus dem Gehirn, aufs Blatt und raus. Jeder hat 1000 schlechte Zeichnungen in seinem Körper drin, die müssen raus, danach kommen die guten. Ne? Und nach 10.000 kommen die richtig guten. Und das ist also ganz wichtig. Probiert es einfach. Eyeballing ist immer gut. Also mit dem Auge einfach mal so abschätzen. Ich bin kein Roboter. Ich bin nicht die Decima Engine von Horizon Forbidden West. Ich berechne das nicht im Raum, wenn sich ein Objekt um 6 Grad dreht in die Perspektive. Wie viel kürzer wird dieses Objekt? Das mache ich nicht. Ne? Ich verbinde jetzt zum Beispiel einfach hier den Brustkorb. Ups, mit der Hüfte, hopp, kommt die Hüfte darüber, ja. Macht das auch so, hier haue ich noch einen Bauchnabel rein, hier kommt ein Hüftknochen angedeutet, der geht hier ungefähr bis da runter. Das ist der Bereich, den interessiert mich nicht, deswegen male ich den nicht. Jetzt sehe ich hier, ich haue hier einfach mal ein Bein rüber. Wir sehen jetzt auch zum Beispiel, wie der Hüftknochen sozusagen, in dem Fall ist das auch ein Knochen, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, da reingeht. Und alles, was dann noch kommt, ist ein kleines bisschen Anatomiewissen, über ein paar Jahre angeeignet, macht Live-Drawing-Classes, die sind immer toll. Da lernt man nämlich andere Zeichner kennen und sieht andere Stile. Und das ist ganz wichtig, das zu machen. Jetzt sehe ich schon, ich habe hier einen Liniengewichtsunterschied drin. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht mache, weil das ist nicht cool. Das sollte man immer kontrollieren, wie dick die Linien sind, weil ansonsten hat man plötzlich, hier ist auch ein C, theoretisch wäre der, ne? Stopp. Und jetzt, ja gut, jetzt wird es ein bisschen kriminell, jetzt wird es fies, weil Anatomie, hier das Sternum, ne, hier der Deltamuskel natürlich, dann darüber, dann geht der ein in den Schlüsselbeinteil vom Deltamuskel. Hier den Bizeps, da ist der Trizeps, ja, den kann ich so ein bisschen rausnehmen hier. Brachioradialis geht oben nach hier rein, das kommt da rum. Dann kommt hier noch so ein Daumen, hier kommt ein Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, kaum zu sehen, das ist cool. Wieder Achtung. Kapuzenmuskel, Deltoid, Oberarmmuskel, nicht schön gemalt, Klaus, nochmal machen. Bizeps, Trizeps, der ist langgezogen in dem Fall, weil der Arm ist angewinkelt. Haben wir hier eine kleine Falte drin, hier geht der Radius und Ulna rein und wenn ich die Proportionen nicht komplett vergeigt habe sozusagen, dann wird hier jetzt eine Hand draus, die ist nicht wirklich ganz toll, aber für 15 Sekunden geht das. Für ein Storyboard ist das okay. Als Storyboard-Artist kommt man mit verdammt viel durch, Gott sei Dank, weil die Figuren nicht absolut perfekt aussehen müssen, außer man storyboardet für Zeichentrickfilme. Da muss man ein bisschen mehr on-model arbeiten. Ne? Hier haben wir mal einen coolen Haarschnitt hin noch. Bam. Und da kommen noch ein paar Ohren mit dran. Und dann haben wir es im Endeffekt schon. Ein kleines bisschen kann man noch Brustmuskulatur andeuten. Sieht jetzt ein bisschen, sieht immer noch nicht perfekt aus, aber es sieht so ein bisschen nach etwas aus. Auf jeden Fall dynamisch. Sieht ja schrecklich aus. Ne, da muss man auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Das Wichtige ist allerdings, also anatomisch gesehen, ist der jetzt nicht wirklich die Krönung altbayerischer Braukunst, aber er ist halt dynamisch. Ja? Und das ist das, was wir wollten. Wie gesagt, keine Angst davon haben, eine mittelgute Zeichnung rauszuhauen und eine schlechte Zeichnung rauszuhauen. Ihr könnt immer nachkorrigieren. Außer ihr macht das wie der 17-jährige Klaus, der sofort loszeichnet mit dem Stift in Farbe und dann mit dem Edding, nicht mit Copic-Markern, die gab es damals noch nicht bei uns oder überhaupt, und sofort reinmalen. Wir können jetzt zum Beispiel uns auch die Zeichnung ansehen und sagen, wir wissen genau, warum diese Figur nicht so dynamisch ist, wie Klaus von damals sie haben möchte. Ja. Also ich finde, der Unterschied ist wunderbar und das ist gut erklärt. Und man sieht natürlich, dass du damals alle Fehler gemacht hast, die du gerade vorhin erklärt hast. Viele rechte Winkel. Die Achsen sind symmetrisch, mehr oder weniger. Ja.
Aber das sind jetzt auch ein paar Jährchen dazwischen. Ja. Und ich hoffe ja, dass alle, die sich das heute ansehen, so einen kleinen, ja, so einen Speedboost kriegen, um ein bisschen schneller dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ja, wir sind alle die horizontalen Linien. Ne? Und die vertikalen Linien vor allen Dingen, sorry. Und hier sehen wir halt keinen Kontrapost, ne? dass der Fuß ist leicht hoch vom Boden oder sowas in der Art, nehme ich an. Wir wissen, mein Problem ist, ich weiß gar nicht, was der hier macht. Irgendwie zeigt er seine Macht oder so. Also, ich weiß auch nicht genau. Ne? Der Kopf ist ein bisschen zur Seite, das finde ich ganz gut. Ne? Das ist eine schöne Technik, da kommen wir gleich noch hin. Aber halt, er steht nicht wirklich besonders gut da. Man merkt keinen Körperschwerpunkt. Und das liegt halt auch daran, weil die Hüfte halt perfekt gerade ist. Ne? Und diese Achse ist auch total gerade. Und damals habe ich sowas nicht geplant, so eine Illustration. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Illu mache und ich sitze da irgendwie, als Kind habe ich da bestimmt 3 Stunden dran gesessen oder länger, keine Ahnung. Wenn ich 3 Stunden eine Zeichnung mache, ja, dann nehme ich mir auch 15, 20 Minuten nur für die Vorskizze, damit die auch wirklich sitzt. Und ja, dieses Wissen darüber unterscheidet ganz oft den Anfänger vom Profi. Und ihr habt jetzt dieses Wissen und ich teile das gern mit euch. Und dann kann man auch entsprechend darüber reden. Ne? Dann muss man nicht reden, oh, deine Anatomie ist nicht gut, das sieht nicht gut aus. Ne? Anatomie kann toll sein. Ja, ich kann Anatomie kann einiges retten. Ja, ich kann ein Bein malen von vorne. Das sieht steif aus. Also das wird im Endeffekt nicht mehr gut, dieses Bein. Ne? Also jetzt habe ich das auf dieselbe Ebene gemalt. Ich bin ja ein Superheld. Es passiert allen. Wenn es nicht passiert wäre, wäre ich überrascht gewesen. Dann wäre es schon komisch, oder? Ja. Ich finde gut, dass du sagst, Anatomie ist nicht alles, weil manchmal, also ich habe ja bei Anatomie begonnen. Ich habe versucht, alles wirklich originalgetreu darzustellen. Es war immer furchtbar statisch. Also eigentlich wäre es besser gewesen, das Ganze von einer dynamischen Zeichenrichtung anzugehen und dann später die Details hinzuzufügen. Ja, das wäre okay gewesen und schlau gewesen. Die Problematik ist halt auch, dass wenn man denkt, man hat die ganze Zeit nur Misserfolge, dann hört man irgendwann auf zu zeichnen. Und das ist nicht gut. Ich war zu naiv, um zu wissen, wie schlecht ich war. Also hatte ich Spaß dran und habe einfach weitergemacht. Und weil ich nicht aufgehört habe, bin ich heute Profizeichner sozusagen. Genauso dasselbe ist mit Fußballern. Ja? Als 6-Jähriger ist man nicht gut im Fußball. Ne? Aber wenn man das nicht weiß und einfach Spaß dran hat und weitermacht, ist man irgendwann Bundesligaspieler. Und ich habe halt mit 6 aufgehört mit Fußball, deswegen bin ich es nicht. Und ja, andere Fußballprofis haben halt mit 6 aufgehört zu zeichnen leider. Und deswegen läuft da halt nicht so, ne? Die Community freut sich auf jeden Fall, dass du da bist, und ich fahre dann inzwischen schon eine eigene Serie mit dir, wo du alle deine wichtigen Keypoints weitergibst. Und Christine sagt ja, Naivität ist auch so ein bisschen das Geheimnis. Du hast gerade eine Zeichnung von vor langer Zeit gezeigt. War dir da schon klar, dass du in dem Bereich arbeiten möchtest? Ich wollte, ja klar, also jedes Kind träumt davon sozusagen. Heutzutage ist der Traum wahrscheinlich YouTuber zu sein, einfach berühmt zu sein, mit gut aussehen und vor der Kamera sprechen. Der zweite Traum ist höchstwahrscheinlich in Computergames arbeiten. Und bei mir war es eher so, oh ja, vielleicht Comic zeichnen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch so, ach, vielleicht werde ich auch Polizist. Irgendwas mit Autorität, wo Leute mir zuhören müssen. Und jetzt habe ich das erreicht durch Adobe Live. Ja, jetzt hast du wirklich beides. Und es ist, glaube ich, lustiger, als Polizist zu sein. Also alle Polizisten da draußen, tut mir leid, aber ich finde, das heute macht auf jeden Fall mehr Spaß. Also mir macht es auch mehr Spaß, weil ich habe gehört, Polizisten werden immer nur gerufen, wenn irgendwas doof ist. Ne? Und das macht halt keine Laune. Ne? Und ich kann halt ein bisschen Anatomie hier reinzeichnen in das Bein, und dann wird es halt cooler. Ja? Hier eine leichte Schrägstellung von dem Knöchelchen. Ja, und dann male ich hier einen großen Zeh rein, und dann male ich hier noch ein paar kleine Zehen rein, ungefähr genau 5. Ja, und dann habe ich auch ein anatomisch ganz gut aussehendes Bein. Ja, aber das ist nicht wirklich dynamisch. Ne? Das ist, also, ich muss jetzt anfangen zu faken da drin. Ne? Es gibt da bestimmte Muskeln, die stärker sich ausbiegen, andere weniger. Ne? Die gehen dafür dann länger. Für sowas gibt es auch Bücher. Hier sind die Waden, ja, die.
die leicht unterschiedlich da drin sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig zeichne. Ich habe Studien lange nicht mehr gemacht. Vielleicht muss ich das mal wieder machen. Guck da ruhig mal rein, glaubt mir nicht alles. Hier ist eine Schrägstellung von dem Knöchelchen. Und das hier kann jetzt sozusagen dafür sorgen, mit ein kleines bisschen Lighting noch mit drin. Achtung, hier zum Beispiel bei dem Fuß, ne? Der Fuß, ne? Das ist nicht so ein Ding. Das ist falsch. Ne? Das ist, Klaus hat gesagt, das ist falsch. Ne? Das Teil ist hier. Also die Kante ist hier. Das heißt, das geht, der höchste Punkt sozusagen ist nicht in der Mitte, sondern leicht diagonal. Und das merkt man dann später, wenn ihr anfangt, mit Shading und Licht und Schatten mit einzubauen. Ne? Die Zehen gehen auch leicht zurück, normalerweise in der Kurve. Die Zehen, also von oben gesehen sozusagen, ist der Fuß halt nicht, ja, großer Zeh, und dann sind hier so vier Zehen dran. Ne? Das läuft nicht. Von oben ist das Ganze, ach, das habe ich alles jahrelang nicht mehr unterrichtet, aber es ist schön, dass wir darüber reden. Und das hat diese Dynamik-Gesetzregelungen zu tun. Ne? So war es hier, so wird ein Schuh draus. Das ist halt ein Fußabdruck. Und da sieht man halt sozusagen, dass das halt nicht, dass die nicht in einer geraden Linie sind. Ausnahmen gibt es natürlich immer, je nachdem, welchen Anatomieprofessor man fragt, kann das da halt reinkommen. Aber der Punkt war einfach hier, dass dieses Bein jetzt dynamisch aussieht. Durch Shading und Anatomiekenntnisse habe ich das super zurechtgefaked. Das ist kein gutes Bein. Ne? Und es ist vor allen Dingen kein Standbein, wenn ihr glaubt, dass das ein Standbein ist. Warum ist das kein Standbein? Ich nehme mal ganz kurz die Illu weg. Kann ich das? Ja, super. Warum ist das hier kein Standbein, aber das hier ist ein Standbein? Antwort: Über diesen Standpunkt hier kann ich keinen Körperschwerpunkt mehr bringen. Dieses Standbein ist zwar auch eine Gerade, aber sie ist schräg. Deswegen ist das Wort gerade so misleading. So, ja. Da gab es mal ein Wort auf Deutsch. In die Irre führend. Ja, und das ist halt eine Schräge. Das Standbein muss also immer schräg sein. Ich sehe das ganz oft, dass Leute zeichnen diese drei Linien, ne? Körperschwerpunkt, Hüftachse, und dann machen die das. Habt ihr es gemacht? Einer von euch? Zufällig aus Versehen das gemacht? Nope. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist das der Grund, warum eure Figur nicht dynamisch aussieht. Das muss auf dem Körperschwerpunkt enden. Muss, muss, muss. Der Fuß muss dahin. Das Runde muss in das Eckige. Okay. Damit hast du auch die Fußballfans abgeholt. Ruth sagt, sie schaut immer mal wieder in ihr fettes Anatomiebuch. Und Andrea meint, Füße von vorne zu zeichnen ist immer wahnsinnig fies. Aber bei dir hat das natürlich mit links geklappt. Und Andreas weiß, dass es am Standbein liegt, also dass es kein Standbein ist, weil es keinen Schwerpunkt drüber geben kann. Da hat die Frage von vorhin beantwortet. Sehr gut. Absolut, klasse. Und schnell gefaked ist halb gewonnen. Gesundes Halbwissen reicht auch völlig aus. Mein Anatomiewissen muss nur besser sein, als der Art Director meine Fehler erkennen kann. Oder das Zielpublikum. Ich muss nur so gut zeichnen. Ne? Also wenn ihr von einem Tiger verfolgt werdet, ja, du musst nur schneller laufen als dein Kumpel. Du musst nicht schneller laufen als der Tiger. Ist okay. Okay. Ich glaube, nach dem Parallelwitz, nach dem Treppenwitz, war das jetzt das Highlight des Streams schon. Ja, wir können jetzt noch aufhören. Wie lange haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 40 Minuten. 40 Minuten nur? Okay. Halbzeit. Halbzeit, sehr gut. Aber da haben wir ja schon mal einiges gelernt. Wir haben also zwei Regeln gelernt. Körperachsen sollten nicht parallel sein und nicht im rechten Winkel stehen. Die Füße sollten in V-Stellung sein. Das haben wir auch gelernt. Wir wissen die Regeln, wie man ein Contrapposto, ein Counterposition-Stand macht, indem wir drei Linien zeichnen, den Körperschwerpunkt als erstes, als zweites die Hüftachse und als drittes das diagonale Standbein, was auf dem Körperschwerpunkt endet und hier eine Einheit bildet. Da war ja schon mal einiges drin. Und das Ganze in unter einer Stunde ist okay. Aber ich nehme auch ab und zu mal einen Umweg über andere lustige Sachen. Wo machen wir denn jetzt mal Schönes weiter? Wir könnten bei dieser schönen Illu weitermachen. Also wenn Fragen im Chat sind, haut die raus. Melanie gibt die weiter. Und ansonsten klicke ich mich mal ganz hier durch ein paar Sachen durch. Nämlich, ich wollte erklären, wie ich zu diesem Teil hingekommen bin. Ja? Das hier ist eine Schülerzeichnung.
die, kann man das gut sehen? Ist das groß genug? Ja. Ja, das kann man gut sehen. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das war so eine riesengroße Lehre. Also schieß los, ich bin gespannt. Okay, das ist halt eine Zeichnung von einem Zeichenschüler von mir, sehr talentierter, also tolles Storytelling hier drin. Das funktioniert super. Wir sehen sofort, oh, es geht um jemanden, der ist am Boden und hier ist jemand, eine Frau mit einem Schwert. Und die anderen halten ihn gefangen sozusagen mit ihren Staffs, mit ihren Stäben, die sie da haben oder Hellebarden oder was immer das sind. Und hier ist sogar eine Horizontallinie drin, damit wir ungefähr wissen, wo wir da so sind. Von der Höhe her, von der Kamera, wir sind also über ihm, wir gucken runter, ne, weil sein Kopf ist unter dem Horizont hier hinten. Ja, funktioniert, ist gut, ist eine okaye Illustration, ist ein okayer Sketch. Ist aber jetzt nicht von der Dynamik her so super. Ne, er ist nicht so packend. Und ich habe mich dann mal rangesetzt und habe das überarbeitet, weil ich halt Kurse gegeben habe intern bei Guerilla für Leute, die jetzt nicht perfekte Concept Artists sein müssen, sondern für jedermann, und habe darüber gesketcht. Und daraus ist dann das entstanden. Und wenn wir das hin und her klicken, sehen wir, dass es im Endeffekt dieselbe Illustration ist. Ne, es ist auch eine Person am Boden, deutet nach hinten. Entschuldigung, ich mache das mal ganz kurz in Rot. Eine Person am Boden deutet nach hinten. Da wird ein Schwert rausgezogen. Da passieren alle möglichen Sachen. Da sind Leute mit Staffs. Aber wir sind irgendwie mehr drin. Wir haben mehr Immersion, mehr Immersion, wie der Amerikaner sagt. Wir sind in dem Moment drin. Und das ist natürlich, weil wir unten unter ihm sind. Der Horizont ist überhaupt nicht mehr im Bild. Ja. Und wir gucken hoch sozusagen zu dem armen Mann, der ziemlich stark ist, aber halt von den anderen überwältigt worden ist. Und wir sehen, dass diese Figur hier hat das Schwert hier schon rausgezogen. Interessanter Moment. Das hier sollte tatsächlich die Schwertscheide sein, die gehalten wird von einer Hand. Das konnte man leider nicht ganz erkennen. Und ich habe mich für ein bisschen mehr Klarheit hier entschieden. Ich habe das Schwert auch auf die andere Seite gepackt, sodass es praktischer zum Rausziehen ist. Und sie zieht das Schwert erst raus. Sie hat es noch nicht draußen auf ihn gerichtet. Aber das hat mit Storytelling zu tun. Dazu kommen wir aber anders. Weil wir wollen heute nur über dynamisches Figurenzeichnen reden und über Kompositionen. Und wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir halt, dass wir hier eine echt dynamische Hauptlinie drin haben, ja, in dieser Figur. Die ist super, das ist eine Action-Line, darüber werde ich gleich reden, eine Aktionslinie, die fasst sozusagen Kompositionsachsen zusammen. Ne? Also theoretisch, das Rückgrat ist auf jeden Fall durchgebogen, aber hier sind natürlich gerade Achsen drin. Ne? Und wann immer ich zwei Achsen zusammenfasse, dann wird daraus eine Aktionslinie. Und Aktionslinien sind immer gebogen. Die sind niemals geraden. Wenn es eine gerade ist, ist es eine Kompositionsachse, höchstwahrscheinlich eine Hauptkompositionsachse. Die Hauptkompositionsachse von dieser Figur ist eine schräge. Die Hauptachse von dieser Figur ist eine gerade, ist eine vertikale gerade. Das ist das Wichtige dabei. Also wenn ich hier so ein Oval drum ziehe, merkt man, dass es so, ne? Das ist so. Und wenn ich hier irgendwie eine Form drum ziehe, der geht nach unten noch weiter, dann merkt man, ne? Die längste Strecke zwischen in einem Oval ist sozusagen die Hauptkompositionslinie, die Hauptkörperachse. Wir sehen jetzt kleinere Unterschiede hier. Wir sehen, hier ist ein ganz leichter Angle Break drin, ist nicht ganz im rechten Winkel. Hier ist kein rechter Winkel. Hier ist ein rechter Winkel. Obacht! Klaus hat einen rechten Winkel gezeichnet. Klaus hat es falsch gemacht. Klaus kommt in die Hölle. Das ist halt, wie gesagt, wenn ein Profi sowas macht, dann kommt der Meister mit durch, ich nicht. Mir hat jemand mal ein Feedback gegeben, ich habe mein Portfolio eingereicht in Amerika auf der San Diego Comic Con und ich habe damals Daredevil viel gezeichnet, weil Joe Quesada, der jetzt Editor-in-Chief ist bei Marvel, das gezeichnet hat und der war fantastisch, super dynamische Anatomie, super klasse. Und Jimmy Palmiotti, sein Inker, der auch zeichnen kann, machte das Portfolio-Review bei mir und guckte sich meine Mappe an und meinte, ah Klaus, die Arme hier, die sind zu stark gebogen. Und ich so, aber der Joe Quesada macht das auch. Und er sagt, ja, der macht es halt schlau, der kommt damit durch. Du nicht. Ne? Also der Profi biegt die Regeln und der Anfänger bricht die Regeln. Und alles, was ich heute bespreche, so, das ist falsch, das müsst ihr nicht machen, das sollte man wissen, habe ich alles falsch gemacht. Ich habe wirklich jeden Fehler im Buch gemacht. Das ist doch schön zu wissen. Da haben wir noch ein bisschen Spielraum, um auch dahin zu kommen. Und jetzt mal, also ich liebe diesen Vergleich von dem Beobachter. Also man wechselt ja bei dem Vergleich, also bei dem Beispiel ja auch die Perspektive. Man wird vom Beobachter zum Teilhaber in der Szene. Das finde ich am spannendsten in dem Ganzen. Und du sagst gerade kein rechter Winkel. Und trotzdem hast du einen gemacht. Das wären die bessere Option, weil ich finde das gerade eigentlich ganz schön, dass der rechte Winkel auch so ein bisschen die Kraft verstärkt.
wie die Hand eben das Ganze hält. Ja, ich hab's halt smart gemacht. Ne? Also diese Achse hier sozusagen ist nicht ganz parallel mit dieser Achse. Ne? Und wir haben hier, wenn wir genau rangucken, haben wir einen ganz leichten Angle Break drin. Ja? Der ist ganz leicht nur. Das Schwert ist ganz leicht abgeknickt davon sozusagen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt diese Achse parallel wäre zum Oberarm, parallel wäre hierzu, würde es total steif aussehen. Würde nicht gut aussehen. Und du hast natürlich recht, es erzeugt Fokus. Es kann also als Tool, als Werkzeug benutzt werden, um Aufmerksamkeit auf etwas zu leiten. Wenn wir ein geometrisches Element in ein amorphes System einführen, poppt das halt raus. Wenn wir parallele und orthogonale Linien einführen in ein System, wo keine drin sind, poppt das raus. Wenn ich was Weißes in einen schwarzen Hintergrund packe, poppt das raus. Das ist einfach die Rule of Differentiation. Darüber rede ich mehr in der Masterclass mit Tony Harmer in English am Ende dieses Monats. Das ist nämlich Lighting. Das heißt, du kommst zurück. Das wird den Chat sehr glücklich machen. Die Community fordert nämlich jetzt schon zum, ich glaube, dritten Mal, dass du wiederkommst. Und der Spoiler ist perfekt dafür. Also das Tim, vielleicht haben wir ja auch den Link dazu im Chat für alle, die sich das schon verabspeichern wollen. Ja, eine Sache, die kann man in dieser Illustration ganz sehen. Wir haben hier so ein fliegendes Cape, ne, was durch die Gegend fliegt. Und da wurden sozusagen zwei Fehler gemacht. Und der zweite bringt mich auf eine interessante Sache, über die ich jetzt als nächstes sprechen werde. Der erste ist natürlich ganz offensichtlich. Sehen alle, hier ist ein rechter Winkel. Kleidung, die fliegt, sollte niemals einen rechten Winkel bilden. Rechter Winkel ist immer statisch. Kleidung, die fliegt, ist immer dynamisch. Kann nicht sein. Don't do it. Big no-no. Ich würde das jetzt wieder als streng werten, weil eigentlich ist das ja auch so ein bisschen Stil von dem Ganzen, oder? Also der rechte Winkel auf der rechten Seite und dann aber auch das Cape so auf der linken Seite, das sehr eckig ist und nicht so geschwungen. Das könnte man jetzt theoretisch Stil nennen, aber das ist einfach, meiner Meinung nach, ist das einfach unnötig. Ne? Also ich kann daraus halt auch so eine Dynamik machen, ne? Und dann sieht das sofort ein bisschen entspannter aus. Ne? Und ich habe ja hier nochmal fast einen rechten Winkel. Also wird da schon ein klein bisschen tricky. Ich sehe schon, beim nächsten Portfolio-Review machen wir Good Cop, Bad Cop. Da nimmst du ja die strenge Rolle und ich... Ich bin leider da immer der Bad Cop, weil das für mich nicht funktioniert. Und ich muss halt als Zeichenlehrer sozusagen gut vorarbeiten, damit die jungen Zeichner, egal wie alt die sind, sehen sozusagen, wie es richtig ist. Ne? Und ich kann mir das jetzt gar nicht mehr leisten, einen rechten Winkel in den Cape reinzubauen. Da hauen mich... Vielleicht kriege ich 10 E-Mails von Zeichenschülern von mir, von ehemaligen. Dann Klaus, was geht ab? Ey, du mit den Regeln und jetzt machst du es nicht. Ne? Ich bin halt noch nicht ganz so gut wie Joe Quesada, der Regeln biegen kann vernünftig. Also in ein paar Sachen bin ich das schon. Ich glaube auch. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ja. Die andere Sache, die hier drin ist, ist die Tatsache, dass wir eine Symmetrie haben, die ungünstig ist. Symmetrie bedeutet immer Statik. Und hier ist halt Folgendes passiert. Wir haben halt hier eine Körperachse von der Figur und wir haben außerhalb von dieser Körperachse hier eine dreieckige Form sozusagen. Wir haben da ungefähr eine dreieckige Form. Und diese beiden Formen, merkt man ungefähr, sind von der Masse ungefähr ähnlich, bis auf diesen kleinen Haken da draußen und von der Breite, welchen Abstand sie haben von der Figur. Und das ist ein bisschen schade. Das ist nicht das, was ich mir vorstellen würde für eine dynamische Figur. Ne? Wir merken, dass jetzt, sobald das Cape, wenn ich da einfach so reinpainte, und jetzt leider die falsche Farbe gewählt, das ist halt, weil das ein RGB-Dokument ist und da ist ein Grain-Filter drüber oder sowas. Ne? Wenn ich sowas zum Beispiel daraus mache, dann ist das Ganze sofort dynamischer. Ne? Die Figur hat jetzt viel mehr Direktionalität nach vorne, viel mehr Richtung nach vorne. Jetzt steht sie, jetzt bewegt sie sich. Das ist sofort ein Unterschied. Und den haben wir hier halt natürlich drin. Ne? Also da war Klaus natürlich smart und hat sich gesagt, das Cape wird hier möglicherweise runtergehen, da über von dem Arm hochgerissen. Ja klar, aber das ist ein super langes Cape und deswegen geht das hier nach hinten raus. Ne? Und da musste ich aufpassen zum Beispiel, dass halt dieses Ende nicht genauso lang ist wie das andere Ende. Ne? Dass da ein kleiner Unterschied ist, dass wir hier eine Asymmetrie drin haben. Denn wir wollen asymmetrische Kompositionen bauen. Wir wollen asymmetrische Shapes, Formen haben und asymmetrische Körperachsen haben. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal ganz kurz rein.
reingehen in sowas. Das beginnt halt das Ganze schon mit der Art, wie ich Linien baue, generell Linien zeichne. Das hier ist eine Gerade, das hier ist auch eine Gerade. Das eine ist eine Horizontale, das andere ist eine Vertikale. Trivial, ich weiß. Die sind steif, die sind statisch. Steif ist wertend, Achtung, benutze ich ungern. Steif bedeutet, man hat dynamisch versucht, ist aber statisch gemacht. Und dann wird es halt steif. Wie C3PO, der versucht dynamisch zu laufen, aber es ist immer noch ziemlich steif, weil er kann nicht dynamisch, das geben seine Körperteile nicht her sozusagen. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, oh, ja, cool, Klaus, dann mache ich doch so eine super Linie, die ist gebogen, ne? Dann ist sie ja automatisch dynamisch. Klasse. Nee, ist sie leider nicht. Weil die ist halt leider Teil von einem Kreis. Und es gibt kein statischeres Element, keine statischere Form als ein Kreis, weil die hat keine Richtung. Ich kann keine Zuordnung. Habe ich früher als Kind nicht kapiert, weil ich immer dachte, wie so ein Kreis ist eine Kugel, die rollt doch weg, die ist doch total dynamisch. Habe ich nicht verstanden. Ist ein guter Punkt, weil ich komme ja aus Branddesign-Richtung und da ist ja ganz oft die Frage, kann man es dynamischer machen? Und dann macht man einen Kreis drumherum oder irgendwie eine Sphäre im Hintergrund und dann ist es sofort dynamisch und es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Zu dem Außen drum komme ich gleich nochmal. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich wollte ganz kurz über die Linien hier reden. Und so. Ich mache mal eine zweite Linie dazu, ja, wie ein Comiczeichner die zeichnen will. So. Das ist jetzt im Endeffekt genau dasselbe Kreissegment, ja, aber etwas ist anders. Was hat sich verändert hierbei? Alle denken mal ganz kurz nach. Ruth sagt währenddessen, sie hat eine Vorliebe für statisch. Währenddessen ist Emma im Chat. Hallo Emma, schön, dass du da bist. Und Andreas sagt, er folgt dir ohnehin auf Instagram und ist da immer bei allen Updates mit dabei. Ja, bei Instagram ich mich sehr gerne. Da packe ich immer mal tolle Illus hoch oder mittelgute Illus, ja. Und da kommen wir auch, da sind immer übrigens Bonus-Sachen dabei. Da ist nicht nur das Bild dabei, sondern da ist sehr oft auch noch ein Making-of-Video dabei bei mir auf Instagram unter Storyboard Klaus, @StoryboardKlaus könntet ihr mich da finden und könnt euch die Videos reinhauen und die Skizzen, die zu Sachen sind. Wie gesagt, ich versuche immer so einen kleinen Mehrwert dabei zu machen. Ich poste nicht oft, aber es gibt immer die Skizzen noch dabei oder den kompletten Prozess. Ihr seht, wie einfach das anfangen kann. Und so viel einfach ganz kurz Werbeblock in eigener Sache. Perfekt, wir haben damit gut die Zeit ein bisschen überbrückt, weil Chris sagt, du nennst es ja auch manchmal Insta-Jail. Da können wir dann am Ende nochmal drauf eingehen. Aber Chris sagt natürlich auch, dass eine Richtung und eine Bewegung erkennbar ist. Also die Bewegung kommt von mir, die Richtung kommt von Chris. Wäre das denn eine richtige Antwort für deine Kreisfrage? Das ist eine richtige Antwort, aber die ist leider zu schwammig, weil der Künstler, der da sitzt und für dir zuhört als Art Director, der sagt jetzt, also ich soll mehr Richtung zeichnen. Wie mache ich das? Indem ich da so hier so Speedlines dran mache oder so? Oder so ein Storyboard alles, da mache ich so ein Pfeil dran. Hier, geht nach da. Oder hier so, ich auch gut so Lauf da dran schreiben. Ne? Lauf. Ne? Ist auch immer ganz toll. Sieht man Kinder machen oder teilweise sehe ich das in Mangas. Ich liebe Mangas, ganz tolles Medium, aber teilweise aus irgendwelchen Gründen gibt es da welche, da steht dann sowas dran. Ja, und das für mich persönlich ist es immer so eine kleine Aufgabe. So, ich wusste nicht, wie man zeichnet, also schreibe ich es daneben. Ich habe eine Person gemalt, die läuft, ne, und dann schreibe ich da Stolper da dran. Und dann weiß man, dass die stolpert. Ansonsten sieht man das leider nicht. Das ist schade. Nee, das geht nicht. Das kann ich mir als Art Director sozusagen nicht leisten oder als Zeichenlehrer. Ich muss halt angucken, so was ist gleich und was ist der Unterschied. Ne? Und da sehe ich halt, der Körperschwerpunkt der Figur, oder sagen wir so einfach mal, der höchste Punkt ist in der Mitte dieser Form. Und der höchste Punkt ist hier nicht in der Mitte der Form. Das heißt, diese Linie ist asymmetrisch. Die ist nicht spiegelsymmetrisch. Und allein deswegen ist diese Konstruktion, diese Form dynamisch. Kommt da sofort mit. Die Sache mit den, ich mach das mal alles hier auch. Ordentlich zurückgehen hier. Bupp. Wir können jetzt nämlich sehen, was passiert, wenn ich die hier dupliziere, die Form. Wir sehen jetzt auch, wie dynamischer das hier erscheint. Ne? Das ist meine eine Figur. Die ist irgendwie ganz cool. Das ist so, hey, Cowboy. Und das hier ist so, Cowboy, ich schieß dich um.
Es könnte auch Oliver Kahn im Tor sein oder so, ne? Der wartet einfach hier. Ne? Der wartet, ne? Guckt. Ah, böse natürlich, ne? Weil es Oliver Kahn ist, ne? Nicht, weil er selber ein böser Mensch ist, sondern einfach, weil die anderen nicht so gut spielen wie er, ne? Und wenn ich jetzt hier reingehe zum Beispiel, sehe ich halt hier drin gleich die Eröffnung, so, oh ja, hier ist eine Körperachse. Wenn ich das verbinden will, kann ich das nicht, ne? Das geht nicht hier nach unten. Die Hüfte ist da. Und schon habe ich wieder eine Diagonale drin. Ich habe nämlich eine Diagonale im Rückgrat drin, in der Kompositionsachse auch ein kleines bisschen. Und hier ist das eine Gerade. Und deswegen ist das hier schon jemand, der macht einen Trick, ja? Also der ist sehr, sehr beweglich. Und wenn ich jetzt noch hier die Füße in V-Position mache, wird es nochmal dynamischer. Und wenn ich hier die Füße in High-Noon-Position mache, wird es nochmal statischer. Wenn ich das eine will, gut. Wenn ich das andere will, auch gut. Wenn ich beides zusammen will, geht nicht. Man kann immer nur eine Message gleichzeitig kommunizieren in jedem Bild. Das bedeutet, wenn ich ein ruhiges Bild male, dann ist das bitte ruhig. Wenn ich ein Action-Bild male, ist das actionmäßig. Wenn ich beides zusammen in ein Bild passe, und da reden wir irgendwann mal über Storytelling drüber, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Wenn ich jemanden male, der, habe ich mal gesehen, bei einem Zeichner, da sitzt jemand am Fluss und angelt und im Hintergrund kommt ein Apache-Helikopter, der Raketen auf ihn abschießt. Das eine ist eine Action-Sequenz, das andere ist eine ruhige Sequenz und ich sage als Mensch so, wieso hört denn der denn nicht den Hubschrauber und warum läuft denn der nicht weg und das ist doch alles, das verstehe ich nicht. Und das hat damit zu tun, dass das ein Visual ist. Das ist nach Will Eisner die Definition für ein Bild, was eine Aktion kommuniziert, was nicht nur Concept Art ist zum Beispiel. Ne? Wenn wir Concept Art machen, wenn wir Concept Artist sind, dann machen wir eine schöne A-Pose, ja, oder wir können auch hier T-Pose, kennt jeder, ne? Oder wenn man halt viel Cyberpunk gespielt hat, kennt man die T-Pose, wink, wink, kleiner Spaß unter Kollegen hier, ne, oder die A-Pose, das ist völlig okay, wenn man das macht als Concept Artist, ne, aber das ist nicht dynamisch, soll es auch gar nicht sein. Wir wollen nämlich einfach nur erkennen, was die Figur für Kleidung trägt und wir wollen die nicht in Bewegung haben, weil in Bewegung verdeckt sich ein Teil der Kleidung und Sachen verrutschen und das wollen wir nicht, weil der 3D-Artist genau erkennen muss, was man als Konzept sozusagen umzusetzen hat. Aber das ist halt eine völlig andere Schiene. Das musste ich für mich auch irgendwann mal sehen, weil immer, wenn ich Concept Art gemacht habe, da habe ich gesagt, jetzt male ich den aber auch in der Dynamik und dann habe ich eine Idee, dann male ich noch einen Schatten drunter und vielleicht noch ein bisschen Gras hin, vielleicht noch ein bisschen eine Mauer und ein Auto und eine Silhouette und plötzlich hat die ganze Szene illustriert und das war gar nicht mein Job. Und da muss man sich als Künstler einfach fragen, so, wer bin ich? Und das findet man raus. Das dauert Jahre, das ist völlig okay. Probiert alles mal aus und irgendwann findet ihr euch. Und jetzt wissen wir eindeutig, warum diese Figur statisch ist. Die hat nämlich parallele Elemente drin und die hat halt nicht parallele Elemente, weil diese beiden Körperachsen oder diese beiden Actionlines sozusagen parallel sind, in meiner Welt jedenfalls. Ich hoffe, das macht alles Sinn. Und wir haben jetzt noch 20 Minuten und jetzt wollen wir mal ein bisschen Dreidimensionalität, würde ich sagen, reinbringen in das Spiel, außer jemand aus dem Chat hat eine Frage, während ich ein Glas Wasser trinke. Sehr gut. Die finden dich wahnsinnig sympathisch und finden deine Vergleiche gut. Und Tim meint auch Klaus zu Schelm wegen deinem kleinen Cyberpunk-Vergleich gerade von vorhin. Ich finde es spannend, dass das wirklich wie, also es sind ja, du hast glaube ich vier einfache Schritte, um alles ein bisschen dynamischer wirken zu lassen. Und ich freue mich drauf, das einfach auszuprobieren, weil ich ganz viele Dinge davon auch immer wieder bewusst und unbewusst ignoriere. Und der Unterschied ist eigentlich riesengroß. Und man hat auch eine andere Kommunikation, also man sagt ganz was anderes aus. Und das finde ich total spannend. Ja, wir brauchen halt sehr viel Dreidimensionalität in diesen Zeichnungen auch. Und das heißt, wir brauchen auch jede Menge an Overlap, an Überlappungen. Ne? Das haben wir hier halt auch in dem Bild, haben wir das sehr, sehr stark, dass sich einzelne Elemente, der überlappt sich mit der, ne? Der Typ ist im Hintergrund, der hier überlappt sich. Ach, guck mal, da unten überlappt er sich auch, ein ganz kleines bisschen noch. Ne? So ein Zufall. Und das sind natürlich alles keine Zufälle. Also klar, der Profi macht Sachen aus der Natur raus, wenn man das 1000 Mal gemacht hat, dann kommt das irgendwann ganz automatisch, wie ein Tennisspieler, der hat jeden Schlag super 1000 Mal gemacht. Deswegen klappt das, so ist es bei uns auch. Also habt Mut, macht einfach die 1000 schlechten Illus rauskriegen oder mittelguten, habt Spaß dabei und macht unbedingt weiter und dann kommt ihr da garantiert an. Und das Mitdenken nicht vergessen. Ne? Diese Regeln, die ich hier gebe, sind nicht fest. Ihr könnt hard and loose damit spielen, wie es auf Englisch heißt, ein bisschen locker damit umgehen. Wichtig ist, dass ihr sie im Kopf habt und genau wisst, wann ihr eine Regel brecht. Und dass, wenn ihr die Skizze gemacht habt, die Skizze ganz rau, rangeht und sagt, okay, wie sind meine Körperachsen?
Wie sind meine Aktionslinien? Sind die lang genug? Da komme ich jetzt vor zu. Und ist meine Figur dreidimensional? Hat die genug Dreidimensionalität? Und wenn ihr dann die Checkliste sozusagen durchgeht, könnt ihr finden, woran es bei eurer Figur hapert. Und wenn eins nicht gut aussieht, macht ihr genau das Gegenteil davon, weil das Gegenteil muss ja dann richtig sein. Das ist ein wunderbarer Tipp. Ja, habe ich vor allem bei Illustration noch nie so gesehen. Klaus, du hast gerade angemerkt, dass man Dreidimensionalität mit reinbringen kann und du hast auch verschiedene Ebenen angesprochen. Würdest du denn bei dem Beispiel, das du gerade gezeigt hast, schon die gesamte Komposition zeichnen oder beginnt man da, weil man ja ohnehin so ein bisschen überfordert ist, erstmal lieber mit einem Charakter? Nochmal die Frage, ob man jetzt mit dem Charakter beginnt oder mit dem Hintergrund? Oder wie würdest du die ganze Komposition schon mal skizzieren oder würdest du mit einem Element von den ganzen vielen Teilen beginnen, zum Beispiel mit einem Charakter? Oder es gibt wahrscheinlich auch einen anderen Namen, man nennt es nicht Charakter, oder? Charakter ist wahrscheinlich schon zu umfangreich. Nee, Charakter ist eine Figur, das ist völlig okay. Das Englische, der Deutsche sagt Figur, der Amerikaner sagt Charakter. Wir können ja mal ganz kurz in was reingucken und eine ganz kleine Detour machen. Ich habe euch hier eine Illu mitgebracht, das ist die hier, die heißt Surprised einfach nur. Das war ein Training, eine Demo, die ich gegeben habe sozusagen. Ja. Und das ist halt ganz interessant. Da sieht man halt eine ganze Szene auch. Ja. Und wenn ich das Video dazu abspiele, und das kann ich natürlich auch in Photoshop, ist ja gar kein Problem, in MP4 hier reinzuziehen. Ne? Macht einen schlanken Fuß, bam, hat mir sofort eine Timeline aufgemacht. Kann ich auch ein bisschen größer darstellen und kann das Teil einfach mal abspielen. Und wir sehen uns an, wie das passiert. Wir sehen, ich fange hier mit dem Kopf an und dann kommen als nächstes eine Hand und dann kommt die zweite Hand. Da wird es langsam interessant. Weil ich nicht erst mit irgendwelchen Details noch beginne oder so. Und jetzt entscheide ich mich dazu, wo platziere ich ihn, weil diese Illustration hatte keine Story. Ich habe mir dann eine einfallen lassen, packe ihn in den Aufzug. Lass die Tür gerade mal aufgehen. Ne? Und das Thema war einfach, überraschte Figur zu zeichnen und ist mir ungefähr gelungen. Ne? Und wir sehen zum Beispiel, wie viel Tricks hier angewendet worden sind. Ich schmeiße das mal ganz kurz nach oben, damit ich da, lieber, das brauche ich jetzt gar nicht rübermalen, weil ich habe ja die Originalillustration hier, gar kein Problem. So geht das viel einfacher. Wir sehen halt, wir haben jetzt eben im Process-Video gesehen, dass halt Kopf, Hände als erstes kommen. Danach kann ich alles andere malen. Und das ist halt so, ich habe meinen Kopf hier, wenn ihr mich im Video seht, und ich packe meine Hand in die Ecke. Ja? Und je nach Handform oder Handpositionierung kann ich aber meinen Arm immer noch anders positionieren. Kann ich ganz viel mitmachen. Ja, aber die Hand bleibt immer an derselben Stelle. Das heißt, der Arm ist gar nicht so relevant. Es kommt viel mehr darauf an, wo die Handposition ist. Und gerade bei Händen und bei Körpersprache hat es halt sehr viel damit zu tun, wie hoch die Hand ist. Ne? Das ist zum Beispiel... Das ist zum Beispiel nicht sehr bedrohlich. Ne? Das hier ist sehr bedrohlich. Das hier ist weniger bedrohlich, weil die Hand offen ist. Ne? Sobald es eine Faust ist, die hochgeht, kann die runterkommen. Genau wie Kung Fu, Karate Chop, ja, boom, kann auch runterkommen. Gefährlich. Ne? Hier kann nichts passieren. Kannst zwar eine Ohrfeige geben, kriegst du Watch. aber es kann so sonst nichts passieren. Ja? Wenn ich den Arm allerdings zurücknehme mit der Faust, dann ist Körperspannung plötzlich da und dann kann was passieren. Ja? Und dieses Wissen haben wir alle im Kopf. Wir merken das sofort, wann Personen aggressiv zum Beispiel agieren und nehmen dann Abstand von denen hoffentlich. Aber ganz oft ist es so, dass wir das als Zeichner nicht realisieren, dass es da eine Connection gibt. Und wenn du als Zeichner durch die Stadt gehst, als Comiczeichner, sag dir einfach, du bist Comiczeichner und du machst mentale Studien im Kopf von den Leuten. Guck, wie sie stehen, guck, welchen Abstand sie zueinander haben. Ne? Also ich kann halt sehr konfrontativ sein, so, ne? Hey, du, was willst du da? Das ist blöd. Ne? Oder ich kann halt ein bisschen zurückgehen und sagen, hey, wie geht's? Und wir sehen gleich, ich bin in einem anderen Winkel zu der Person. Es wird gleich sofort entspannter, die ganze Sache. Das hat das hoffentlich beantwortet. Ich mache zuerst die Figur in diesem Fall, während ich mir die Story ausdenke. Und ansonsten kann ich aber auch rangehen, theoretisch, ich hätte jetzt auch, um hier reinzugehen, ich hätte jetzt auch einfach rangehen können und sagen, okay, pass auf, das hier ist mein Frame und ich weiß, ich habe hier irgendwie eine Figur drin, die will ich centered haben, warum auch immer. Und dann designe ich erstmal den Raum und gucke erstmal so, okay, will ich die Decke da zu sehen haben? Das hier ist die Decke von dem Aufzug oder nee, die will ich nicht sehen. Ich will ein bisschen alles sehr statisch haben, deswegen mache ich vertikale Linien rein, ne, und mache eine starke Einfluchtpunktperspektive rein und bringe da ein paar Linien rein. Ja, dann sieht das Ganze schon mal ganz anders aus.
Ich kann dann auch sagen, okay, ich dunkle das ab, ne? Da ist Dunkelheit und die Tür geht halt gerade auf. Ne? So habe ich sehr konfrontativ, sehr, sehr statisch, sehr, ja, konfrontativ statisch, genau wie jetzt. Ich gucke direkt in die Kamera und im Hintergrund bei mir gibt es sogar ein paar Linien, die absolut vertikal runtergehen. Das macht das Ganze statisch. Durch den Kamerawinkel allerdings werden Linien manchmal, die konvergieren auf den Fluchtpunkt. Und da wird es interessant mit Perspektive. Und um Perspektive und um Dreidimensionalität geht es eigentlich genau in dem Segment, wo ich jetzt hier nochmal drüber reden möchte. Und da kommen wir gleich auch wieder zu einer Challenge. Was ist das? Was habe ich hier gezeichnet? Kann mir das jemand beantworten? Herr Chat grübelt noch. Chat sagt grübelt. Währenddessen, der Hintergrund ist für Sie das Schlimmste. Thomas hat immer einen Film im Kopf abspielen und dann sammelt er seine Gedanken und macht passende Kameraeinstellungen dazu. Tim sagt, es ist ein Kassenbon auf einem Tisch von oben, in einem Wiener Wirtshaus vielleicht. Perfekt. Interessant, interessant. Also es ist natürlich, und jetzt sind wir halt bei der künstlerischen Freiheit und dem Sagen, ich mag das aber so zum Beispiel. Ne? Ich mag das so. Ich meine, es ist eindeutig, was ich hier gemalt habe. Und ich male es nochmal, okay, damit es wirklich eindeutig ist. Während du machst, sage ich dir noch ein bisschen Feedback aus dem Chat. Andreas meint, es ist ein Fenster in der Wand, ein Bilderrahmen an der Wand, Pizzakarton von links. Sehr kreativ. So, ich mache es hier nochmal. Also es ist natürlich ganz offensichtlich ein Zylinder. Und da ihr alle keine Künstler seid und das nicht wisst, ihr versteht mich nicht, habe ich doch eindeutig gemalt. Wo ist denn das Problem? Ich habe es hier nochmal gemalt, es ist eindeutig ein Zylinder. Eine Röhre. Und da haben wir halt langsam aber sicher sozusagen das Problem. Na, jetzt wird's klar. Na, jetzt wird's plötzlich klar. Das bedeutet, wir brauchen Dreidimensionalität in den Objekten drin, um zu verstehen, was da vor sich geht. Dasselbe ist beim menschlichen Körper. Wir brauchen nicht mal Anatomie, um aus einem Strichmännchen ein Röhrenmännchen zu machen, um diese Dreidimensionalität reinzukriegen. Ich kann das natürlich noch mehr drehen. Ne? So. Blub, blub, blub. Ne? Könnte ich jetzt eine Animation draus machen, auch in Photoshop natürlich, gerade mit der Timeline, bam, 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 gar kein Problem. Aber was ist denn das, was wir jetzt sehen bei diesen Vieren? Was hat sich verändert? Ja, ich weiß, der Winkel, wie wir das Objekt betrachten, hat sich verändert, aber was für mich wichtig hat sich verändert? Das ist eine Trickfrage, müsst ihr meine Gedanken lesen. Aber vielleicht weiß es jemand. Gerade Leute, die bei mir schon mal einen Workshop gemacht haben, wissen das natürlich. Justin lacht, vielleicht weiß er es, sagt es aber nicht. Chris sagt, es ist die Perspektive. Justin sieht auch einen liegenden Oberkörper. Tim meint, die wahrnehmbare Länge. Die wahrnehmbare Länge, das finde ich ganz interessant, finde ich eigentlich ziemlich gut sogar. Ich würde sagen, ja, die Länge hat sich verändert. Ne? Das ist kürzer geworden, das Ding. Was ist denn dieses Ding? Das Ding ist Körperachse. Da sind wir wieder, Körperachsen der Figur. Hat sich plötzlich verkürzt, ne? Wenn ich das zu mir führe. Und wenn ihr jetzt bei IKEA seid, ihr sollt ein Objekt beschreiben und habt keine Worte und ihr seid in China oder wo und könnt die Sprache nicht und wollt ein Bild malen von einem Objekt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht das hier zeichnen und wahrscheinlich nicht das hier. Und wenn ihr die erste und die vierte Version malt und die nebeneinander stellt und die verstehen die Sprache nicht, dann sagen die, okay, der will einmal einen Kasten und dann will er so ein kreisförmiges Ding. Keine Ahnung, was der will, also zwei Dinge, nicht dasselbe. Ja. Und wenn ich das hier mache, dann wird plötzlich ein Schuh draus. Welche davon ist jetzt richtig? Die hier oder die hier? Eins oder zwei? Ist eine Trickfrage. Beide können richtig sein. Es kommt darauf an, worum es bei mir geht, bei der Figur. Möglicherweise möchte ich einen, du kennst es wahrscheinlich aus der Werbung und so, ja, wir wollen eine Dose Cola meinetwegen verkaufen, ja. Oder eine Dose irgendein Getränk. Und da ist vielleicht quergedruckt, ich mache das jetzt ganz, Dose Cola ist ein super schlechtes Beispiel, aber ich habe gerade kein besseres. Vielleicht fällt euch eins ein. Entweder möchte ich halt sagen, hier ist ein ganz tolles Logo drauf, das ist total spitze. Oder ich möchte zum Beispiel sagen, weißt du was, hier auf dem Deckel, da ist ein Gewinnlos drin. Und das möchte ich darstellen, meinetwegen.
Ja, da soll man irgendwas gewinnen. Und da entscheidet sich jetzt sozusagen, ne, da würde ich dann einfach reingehen und würde sagen, okay, wir machen das so, um das gewinnlos zu zeigen. Ne, mache ich eine Variante hiervon, habe hier die Dose und der Text, der da drauf geht, ist hier das gewinnlos. Und habe die Information rübergebracht, habe aber keinen Raum verschwendet mit der ganzen Seitenansicht und habe dafür überhaupt keine Frontansicht von dem Objekt. Wir wollen also immer die Dreidimensionalität rausholen, in jedem Objekt möglich. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr sagt, nee, ich mache gern statisch und von der Seite, dann seid ihr so wie die Leute von, ach Gott, wie heißt der Film? The Wolfwalkers? Gibt Animationsfilme, hat, glaube ich, gerade einen Oscar gewonnen. Irgendwer im Chat wird es bestimmt wissen. Ganz toll, alle Charaktere quasi von der Seite gezeichnet. Sensationell, oder von vorne, sensationell toll, super Stil. Das ist aber deren Stil sozusagen. Und das ist ein Stil, der sich nicht für Marvel-Comics und sowas eignet normalerweise. Also Marvel würde euch mit dem Stil nicht einstellen, aber wer anders würde euch einen Oscar geben. Das ist immer so ein Jonglierspiel sozusagen zwischen, bin ich Künstler, der durch seinen Stil auffällt oder kann ich den Mainstream bedienen? Mache ich mein Geld wie ich, durch Mainstream-Zeug oder durch Persönlichkeit, Personality wirklich, um da reinzukommen. Und wir haben nur noch 10 Minuten, sehe ich. Und deswegen müssen wir zu dieser, warum ich diese Übung sozusagen auch mache, warum ich das überhaupt tue, ist halt, weil ich in die Figur Dreidimensionalität reinbringen will. Und das kann ich, indem ich jetzt diese Figur zeichne. Ich mache mir erstmal mache ich mir eine Kompositionsachse auf. So soll die Figur aufs Blatt kommen. Achtung, das ist keine Schräge. Ja, das ist auch eine Schräge, aber es ist so halb. Ne? Was denn Leute zeichnen als Schräge, ist denn meist das hier. Oh, guck mal, wie schön schräg das ist. Ich so, das wird nichts werden. Ne? Lass uns mal lieber richtig, richtig schön diagonal gehen. Da weiß ich gleich, da wissen wir gleich, wo der Frosch die Locken hat. Haben wir also eine Diagonale hier drin. Und jetzt muss ich mich entscheiden, wo kommt der Kopf hin. Ja, der soll jetzt keinen Kopfsprung machen, also kommt der Kopf wahrscheinlich irgendwo hier hin. Das reicht schon. Und dann habe ich mein Rückgrat. Das Rückgrat und der Brustkorb ist super entscheidend für die komplette Körpersprache. Ich kann später den Kopf immer noch bewegen. Ich kann immer noch mit den Armen einiges machen. Aber wenn ich irgendwelche Arme hier oben hinzeichne, dann wird es schwierig, mit dem Torso, mit dem Hauptkörperteil noch was anfangen zu können. Das heißt, ich baue also hier schon mal ein Rückgrat ein. Und jetzt habe ich schon den ersten Trick gemacht. Ich baue jetzt hier den Oberkörper ein, sozusagen. Der geht hier lang dran. Also das ist einfach nur so ein grobes Gerüst, dieses Oval. Wir hatten das eben auch schon in der Illustration, in der hier. Ne? Wir hatten schon, kann man das sehen? Ne? Dieses Teil hier, dieses kleine Jäckchen, was der anhat. Und das baue ich da schon mal mit ein. Dazu sage ich nächstes Mal noch mehr, weil ich mit einem Blick auf die Zeit sehe ich eindeutig, dass wir nochmal dynamisches Figurenzeichen Teil 2 brauchen. Perfekt. Ich freue mich. Ich muss auch sagen, während du kurz zeichnest, ich nehme dir auch nicht zu viel Zeit weg. Der Chat ist auf jeden Fall bei dir und die haben auch gerade eben total erkannt, was du meinst. Also du, ich glaube, wir haben heute nur noch 10 Minuten, aber das war alles sehr klar. Das freut mich doch sehr. Ich zeichne also mal, wie ein cooles hier. Ja, und jetzt überlege ich, was macht der? Ne? Ich habe jetzt auch schon eine ganz lange Actionline jetzt hier reingebracht. Ne? Die geht vom Kopf hier so durch. Das ist die Hauptactionline von dem Körper. Und jetzt habe ich so ein Lambda-Zeichen oder sowas in der Art. Und schon habe ich es dynamisch. Ne? Und wir haben auch vor allen Dingen jetzt bereits 2 unterschiedliche Seiten der Figur. Wir haben eine Asymmetrie drin. Ne? Die beiden Seiten sind nicht spiegelsymmetrisch. Und der hat noch keine Arme. Ich weiß, die kommt gleich noch. Und was wir aber haben, ist, wir haben eine komplexe Seite hier und wir haben eine entspannte Seite hier. Und das möchte ich möglicherweise auch beibehalten. Das ist eine sehr gute Methode, um Design interessant zu machen, indem Sachen nicht symmetrisch sind. Wenn ich Chaos hier habe, habe ich Ruhe und Ordnung hier. Wenn ich Schwarz und Dunkel hier habe, habe ich Licht hier. Und genauso separiere ich das immer. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter hier. Wir sind immer noch bei der Vorskizze und es geht gleich super schnell, was passiert. Ich gebe dem jetzt einfach mal ein Schwert in die Hand, weil das ist jetzt so ein Ritter. Und gebe dem mal ein Schwert in die Hand und hier gebe ich ihm mal ein Schild in die Hand. Das geht nach hier hin theoretisch, das male ich natürlich durch. Ich höre nicht auf, hier zu zeichnen, damit die Proportionen noch klar sind. Das ist hier hinten irgendwie festgemacht und schon habe ich meine Rittervorlage. Ist das ein dynamischer Ritter? Ja. Ist er maximal dynamisch? Meiner Meinung nach ist sehr gut. Du würdest sagen, nee, da ist ein rechter Winkel drin und da geht noch mehr. Ich wollte vor allen Dingen sagen, hier ist eine Vertikale drin und da geht noch mehr.
Das Knie könnte aber auch noch ein bisschen krasser geknickt sein, oder? Könnte es auf jeden Fall, könnte es auf jeden Fall. Aber ne, das ist Klaus, der Schlinger, ne, wo sich die Schlüsselbeine treffen, da geht der Körperschwerpunkt runter und da möchte ich gerne meinen Fuß drauf haben. Ne? Wenn ich das zu sehr jetzt knicke, kann ich machen, dann fällt der aber nach vorne. Was okay ist, wenn er in Bewegung ist. Also, warum lassen wir ihn nicht Bewegung sein? Bewegung oder Laufen bedeutet kontrolliertes Fallen. Denn wir können jetzt den Fuß sogar hochnehmen, mache ich einen Schatten drunter, damit es eindeutig ist und mache das. Achtung, jetzt haben wir es hier eben gesehen. Das war ein super schöner Fehler, den ich hier eingebaut habe. Eine schöne Diagonale vom Schwert, ne? Ist nicht parallel zum Blattrand oder sowas. Ne? Das ist super. Aber jetzt habe ich die Problematik. Ich habe einen Quader. Völlig tot. Sehr schade. Wollen wir nicht. Uncool. Setzen 6 Klaus. Wir wollen also aufpassen, dass das hier möglicherweise leicht abgeht, also leicht, der kann auch im rechten Winkel sein, aber wenn ich den Winkel der Darstellung ändere, also mein Arm ist im rechten Winkel, aber wenn ich den jetzt nach vorne tilte sozusagen, dann sieht der Winkel anders aus. Und das ist alles, was zählt. Wie ist der Winkel im zweidimensionalen Raum, wenn ich es durch eine Screen oder auf ein Blatt Papier wahrnehme? Und dann kann ich anfassen und sagen, pass mal auf, hier baue ich jetzt das Schwert ein und jetzt baue ich den Kopf an. Wenn ich den Kopf jetzt zum Beispiel runtergucken lasse, habe ich ein großes Problem. Und das Problem ist, dass die Mittelkompositionsachse vom Kopf genauso in dieselbe Richtung guckt wie der Oberkörper. Und immer wenn Kopf und Oberkörper in dieselbe Richtung zeigen, habe ich schon mal irgendwo angesprochen, ne, dann wird es statisch. Ne? Das ist nicht gut. Sobald es in eine andere Richtung geht, ist das plötzlich dynamisch. Sieht jetzt total doof aus bei mir, aber ist so. So, wir haben noch 5 Minuten, da muss jetzt also schnell noch was Cooles draus werden. Und das versuche ich jetzt zu machen, indem ich alles rette, indem ich einfach alles richtig in Röhren einzeichne. Ich mache daraus keine Masterzeichnung, die kann ich zu Hause machen, aber ich kann ihn zum Beispiel hochgucken lassen. Ne, und ich kann ihn in eine andere Richtung gucken lassen. Wird sofort dynamisch, die Illustration. Ne, Mund, Ohr, gar kein Problem. Hier sind die Haare, die lasse ich auch noch durch die Gegend wehen, weil der Typ ist ja gerade in Bewegung, er läuft gerade zurück, weil er wird von einem Drachen verfolgt zum Beispiel. Kopfwendemuskel, hier ist der Brustkorb, das könnte ein Brustpanzer sein, so ein Harnisch oder sowas in der Art. Bin ich auf derselben Ebene? Nee, gut, cool. Und jetzt baue ich Röhren da ein und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Diese Röhre zum Beispiel geht nach hinten. Ich muss immer wissen, in welche Richtung sich meine Röhre gerade befindet. Ne? Wenn die nach hinten geht, hat die solche Ringe. Ich muss also meiner Figur einen Ringelpullover angeben können. Wenn ich das nicht kann, wenn das nicht geht, dann habe ich nicht erfasst, wie sich die Figur wirklich im Raum befindet. Und dann habe ich ein Problem. Hier kann ich den Ringelpullover angeben, das ist gar kein Ding. Auch hier kann ich den Ringelpullover angeben. Hier habe ich ein Bein, was nach vorne geht. Also der tritt so ein bisschen zur Seite nach hinten aus. Das hier geht also leicht nach vorne. Diese Ringel sehen wir jetzt hier, ne? Hashtag merkst du selber. Wenn ich da Ringe drauf male, werden daraus Geraden. Diese Geraden sind parallel zu den anderen Geraden und sind orthogonale zur selben Zeit. Das heißt, ich habe wieder 16 Fehler gleichzeitig eingebaut. Fail. Ne, kann ich mir nicht leisten bei mir im Job. Bei mir muss das alles dynamisch aussehen. Dieses Bein geht zurück, um wieder darunter zu sein. Auch der Fuß ist theoretisch nichts anderes als eine Röhre. Ja klar, ich kann jetzt ein bisschen verkomplizieren, damit es ein bisschen schöner aussieht. Das hier geht nach vorne. Das Bein geht jetzt auch nach vorne. Jetzt sieht er aus, als wenn er irgendwie leger jemand ins Bein stellt. Nee, das muss nach hinten gehen. Das muss nach hinten gehen. Das hat mit diesen Ringen zu tun. Das sind alles dieses Wissen, wie gehen die Ringe. Und wenn ich jetzt hier noch meine Füße reinzeichne, hier noch die Zehen spreade ich jetzt, also die verteilen sich nach außen, ne? Wie der Fuß irgendwo auftritt, dann gehen die Dinge auseinander. Der ist jetzt barfuß natürlich unterwegs und jetzt kann ich das hier noch reinzeichnen und jetzt bin ich total cool und gebe ihm einfach hier so ein ordentliches Schild und wenn ich jetzt noch möchte, kann ich jetzt noch ein geiles Cape einführen und da komme ich wieder auf die Körperachsen zu sprechen. Ne? Wenn das jetzt hochgeht und ich mache das Cape so runter, sieht das nicht gut aus. Warum? Erstens, blöde Tangency hier und das zweite ist, Entschuldigung, wenn ich das mache, wenn ich dieses Cape jetzt hier reinmale, habe ich eine Parallele erzeugt zur Hauptkompositionsachse, zur Actionline der Figur. Die hängen gar nicht zusammen. Das ist gar nicht dasselbe Ding. Die sind nicht aneinander wie zwei Gelenke, aber die hängen trotzdem zusammen, um den Eindruck zu erzeugen, dynamisch oder statisch. Deswegen ist das als Cape keine gute Idee. Und da sehe ich sehr oft Zeichner, auch Profizeichner, in dem Moment
Achtung, jetzt zum Beispiel hier, ne? Das kann ich auch nicht machen als Cape. Geht auch nicht. Warum nicht? Das ist eine Gerade. Gerade ist nicht dynamisch, haben wir gesagt. Das ist eine horizontale Gerade. Ist nicht dynamisch. Das heißt, wir wollen möglichst viel Dynamik reinbauen lassen. Also haben wir eine schöne Diagonale rein, die irgendwo dynamisch endet. Baum haue ich da noch rein. Lasse ich hier noch einen Wipfel vorkommen. Den kann ich hier noch reinziehen. Pop, pop. Und schon habe ich eine dynamische Figur. Wenn ich jetzt noch für 5 Pfennig Shading mit reinbringe oder sowas, wird da irgendwie gleich ein Schuh draus. Schauen wir mal, wenn ich das hier ausmache. Ja, sieht schon gar nicht so absolut furchtbar aus. Ne? Und jetzt weiß ich halt, Licht kommt von der Seite. Ich weiß durch diese Röhren ganz genau, auf welchen Teil der Figur Licht fällt und auf welchen nicht. Und in einer Minute bin ich fertig mit der Figur. Das ist halt wirklich nur ein Sketch. Aber wir können halt eindeutig sagen, wie Licht und Schatten funktioniert. Ich brauchte kein Anatomiewissen dafür. Ich kann ihm hier einen schönen Schatten geben, der unter dem Fuß ist. Da ist ein Abstand, also ist der Fuß gehoben natürlich. Ne? Und habe ihm hier noch ein Schwert gegeben. Diese Hand braucht nicht abknicken, ne? Also eine Faust sozusagen, die ein Schwert hält, hält das Schwert halt wirklich im rechten Winkel. Ne? Das ist kein guter Griff für ein Schwert. Das ist auch kein guter Griff für eine Pistole. Ne? Deswegen ist das völlig okay, das so zu machen. Ansonsten würde ich das Schwert natürlich irgendwie anwinkeln oder würde die Hand natürlich irgendwo abwinkeln, weil wir wissen ja, das ist eine Körperachse, hatten wir alles vorhin. Und ich glaube, jetzt haben wir die Hauptregeln des dynamischen Figurenzeichnens Teil 1 durchgesprochen. Da ist noch ein bisschen mehr, wir können noch ein paar Übungen machen und ich könnte auch noch schöner zeichnen nächstes Mal. Vielleicht. Ich bin hin und weg, ich könnte dir auch noch stundenlang zusehen. Ich habe jetzt echt Bock, selber mal auszuprobieren und zu sehen, was ich falsch mache. Da war einiges dabei, das ich noch nicht beachtet habe. Und ich werde jetzt einfach mal über meine bestehenden Illustrationen gehen und vielleicht noch mal ein bisschen Anpassungen machen. Es waren wunderbare Insights. Möchtest du nochmal die 3 letzten Tipps wiederholen, bevor wir für heute Schluss machen und dann irgendwann einen zweiten Teil dranhängen? Weil so können wir das nicht stehen lassen. Die 3 letzten Tipps oder die 3 ersten Tipps? Die 3 wichtigsten. Die 3 wichtigsten Tipps. Die 3 wichtigsten Tipps sind, wir wollen Körperachsen, die nicht im rechten Winkel sind. Wir wollen Körperachsen, die nicht parallel sind. Wir wollen einen Körperschwerpunkt auf einer Figur haben. Und wenn wir so ein Contraposto, könnte man nachschlagen, auf Wikipedia gibt es da schöne Artikel drüber, wenn wir den malen, fangen wir wirklich an mit 3 Linien, dem Körperschwerpunkt als erstes, der diagonalen Hüftachse und dann der leicht diagonalen Standbeinachse. Und ansonsten wollen wir alles schön brav dreidimensional zeichnen und wissen, wo sich die Ringe auf einem Zylinder befinden und in welche Richtung das geht. Vermeidet die Frontalsituation hier, vermeidet die perfekte Seitensituation. Nur im Notfall machen, wenn ihr einen sehr ikonischen Shot haben wollt, wie James Bond, der nach vorne schießt oder sowas in der Hand, oder seine Pistole so hält, irgendwie, dann geht das. Ansonsten lieber nicht. Perfekt. So war es nochmal zusammengefasst in 2 Minuten. Das war der Wahnsinn. Der Chat bedankt sich bei dir. Die sind alle hin und weg. Da ist wahnsinnig viel Inspiration. Christine sagt, es war großartig. Justin sagt, mega nice und inspirierend. Wavy bedankt sich. Martina bedankt sich. Doris ist da, um Gottes Willen. Chris natürlich, Andreas, Kerstin. Ich höre auf, ihr seid der Wahnsinn. Danke euch. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank an dich, Klaus. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir es geschafft haben und dass das so ein Bombenstream war. Und wir hören uns bald. Am Freitag noch eine kurze Preview, was denn noch passiert, ist Julian Schröppel hier. Und da geht es um Portrait Editing. Und wie immer, 11 Uhr hier auf Behance. Und damit würde ich sagen, ich mache Schluss für heute. Vielen lieben Dank und Bussis an alle und bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.